Herzlich willkommen zum Furry Club. Hey! Makarios wird uns jetzt nichts über Fladenbrot erzählen, sondern über eine Prover-ID. Das Schöne an Deutschland ist, dass jeder den Witz versteht. Also in Frankreich oder England versteht keiner diesen Witz, worum es bei Pide geht. Die kennen das. Da muss man Bilder zeigen und so und es dann erklären. Ich arbeite seit 10 Jahren an Pide eigentlich. Also ich habe irgendwo 2008 gesagt, können wir für Isabel so eine Art High-End-Mainstream-IDE machen, so in der Qualität von IntelliJ, was es damals noch gar nicht gab. Und dieser Vortrag hier, das ist also Material, das ist, da werde ich dann im Sommer, also im Juli, wenn ich in Oxford bin, werde ich versuchen, einer Community, die also nicht das direkt Prover-Community ist, sondern so Formal Methods, ein bisschen zu erklären, also was könnt ihr eventuell anfangen mit Isabel als Plattform, mit dieser Pide als Plattform, könnt ihr irgendwie tolle Sachen machen, was man also für eigene Sprachen oder eigene Tools und so das als IDEs. Es ist also ein Versuch, so wenig wie möglich Isabel-spezifisch zu sein. Der Versuch wird es also nur halb drücken, aber man kann so ein bisschen was sehen. Also was nicht direkt mit Logik zu tun hat, aber diese Infrastruktur weiterverwenden. Der Titel ist fürchterlich lang, also Isabel J Edit ist Formal IDE. Also das ist das, was man im Kopf behalten muss. Isabel J Edit ist Animation. Das meinen wir dann raus. Sonst kriegen Sie die ganzen Störgeräusche ins Video. Ja, okay. Also, diese Slides, die sind ja auch auf meinem Blog. Die werden dann auf jeden Fall auf meinem Blog sein nachher. Da ist auch so ein Link zu diesem gesamten Papier, wo dann also das ganze Material schön verlinkt ist, also auch mit Beispielen, mit Sourcen und sowas. Wenn jemand das genau anschauen will, kann man das dann nachher nachvollziehen. Zur Einführung ist nur zur Erinnerung, also mein Versuch sozusagen zu erklären, was Isabel eigentlich ist und wie das sich einordnet, worüber wir heute reden. Also Isabel hier, a framework of domain-specific formal languages. Also Framework kann eigentlich alles heißen. Das ist irgendwie so ein großer Sandkasten oder ein großer Spielplatz, also ein großer Tennis haben wir, gell? Also so ein Rasenplatz da, wo man Tennis spielt. Domain-specific formal languages. Also das heißt letztendlich, also irgendwie soll es schon formal sein, also domain-specific, also ich habe halt irgendeine Anwendung oder sehr vielfältige Anwendung, ich erfinde Sprachen und dann möchte ich irgendwie Parsing machen oder irgendein Checking machen oder irgendwie semantisch das animieren oder irgend sowas machen und wie kann ich das innerhalb von Isabel dann darstellen und wie kann ich das schön Frontends und so darstellen oder wie kann ich damit logisch auch arbeiten. Also das klassische Isabel-Modell von mir hier, also da haben wir Logic, Programming and Proof. Logic haben wir das Logical Framework und dieses Pure und dann haben wir das Whole, das ist die Anwendungslogikumgebung, das ist das, was alle Isabel-User benutzen und dann denken, das wäre Isabel. Also diese Whole-Library wird von den meisten Usern für Isabel gehalten. Programming, das ist hier in dem Kreis, da haben wir schon öfter drüber gesprochen und immer wieder interessant. Also da haben wir diese zwei Standbeine, also ML und Scala und die sind so ungefähr gleichberechtigt, aber die haben verschiedene Rollen. Also Isabel ML verwende ich, das basiert auf PolyML, das verwenden die Leute und ich auch zur Implementierung der logischen Tools. Da macht man wirklich diese mathematische Logik. Das ist eine sehr pure funktionale Programmierumgebung. Die ist also noch purer als Haskell, weil wir vielen Unsinn da gar nicht erlauben, den man in Haskell dann in Monaden irgendwie den Leuten doch auf den Tisch stellt, zurück in Monaden verpackt. Also eine ganz pure parallele funktionale Programmierumgebung. Scala ist halt so ein bisschen technischer. Läuft auf der Java Virtual Machine, was so gewisse Einschränkungen mit sich bringt. Es ist ein bisschen weniger skalierbar als unsere tolle PolyML-Umgebung, aber es ist eigentlich eine ordentliche parallele Programmierumgebung. Und heutzutage arbeitet man auf der JVM sowieso sehr funktional. Scala hier, das passt sehr gut zusammen. Bei Proof, hier mein Lieblingsprojekt ist die ISA-Beweissprache seit vielen Jahren. Das ist also eigentlich meine Hauptarbeit gewesen, wo man die tollen strukturierten formalen Beweise schreiben kann. Darüber rede ich jetzt überhaupt nicht. Und Document, also für mich ist immer Formal Proof, was vielleicht ein Lambda-Term sein könnte. Und Document, das ist irgendwie zwei Seiten derselben Medaille. Also der Beweis dokumentiert, was man macht, auf eine verständliche Weise, auf eine nachvollziehbare Weise. Aber es soll auch schön gedruckt sein. Und vielleicht zeige ich in dem Gedruckten gar nicht so viel von dem Beweis und rede mehr darüber, was ich gemacht habe.
also die Document Language als so die das Endprodukt. Also am Ende gibt man den Leuten eben nicht einen Lambda-Term in die Hand und sagt, das ist das, was du gemacht hast, sondern man gibt denen da irgendwie ein schönes gedrucktes Dokument in die Hand. Und das hat man auch, ich weiß nicht, ob ihr bei Jugend forscht, jetzt vor ein paar Wochen nachgeschaut habt, da waren also aus Bremen so einige Leute, die haben also mit Isabel was gemacht und die haben einen Preis gewonnen und auch der Bundespräsident hat es mit 3.000 Euro prämiert. Das macht so ein bisschen die Runde bei uns in der Isabel-Community im Moment. Und die haben sich dann für das Fotoshooting da mit dem ausgedruckten ISA-Beweis so auf Papier ausgedruckt hingestellt. Und so, genauso ist das eigentlich gedacht, dass man das machen kann. Dass man irgendwie sagen kann, ja, was macht ihr eigentlich da? Naja, wir haben das gemacht. Da haben die so eine lange Tapete da produziert und dann stehen die strahlenden Sieger da so mit dem langen Beweisdokument. Die haben es. Also, das ist zu Hilberts 10. Problem. Das ist auch auf meinem Blog so ein paar Links. Die werden es auch in Oxford auf dem Isabel-Workshop nochmal erklären. Da haben die von einem bekannten Resultat sozusagen ein großes Präfix schon durchformalisiert. Die sind noch nicht ganz fertig. Also bei Jugendforscht haben dann die Jüngsten aus der Gruppe das eingereicht. Die konnten dann noch all das gerecht sozusagen mitmachen. Also drei von den, und insgesamt sind das glaube ich 15 in dem Team oder so, oder vielleicht sogar 20, ich bin nicht ganz sicher. Also in Bremen an der Jakobs-Uni und so ganz enthusiastische. Die haben sich dann wirklich mit der Tapete dahingestellt, mit dem ISA-Beweis. Dann kannst du auch einem Journalisten zeigen, was man gemacht hat. Also das ist der Sinn von Isabel eigentlich. Und worum es heute eigentlich geht, also nicht dieses Papier ausgedruckte, sondern IDE, was dann ein Computerspiel letztendlich ist, um solche am Ende solche Tapeten produzieren zu können. Wo es also, ja, so hier Asynchronous Interaction, Continuous Checking, also so Continuous Checking heißt im Millisekundenbereich soll das reagieren, Parallel Processing, also hier meine 8 virtuellen Kerne, die sollen auch irgendwie ein bisschen benutzt werden. Scalable Applications, also Application ist für mich, wenn du irgendwas machst in Isabel, alles was die User machen, sind Applications. Scalable heißt also AFP-Einträge, die richtig dick sind, die müssen in der IDE funktionieren. So, jetzt habe ich hier ein bisschen noch einen Überblick, also das war ja diese Vorrede zu den Dokumenten und die IDE möchte sozusagen interaktiv Dokumente editierbar machen. Und hier ist nur eine kurze Zusammenfassung, was die Struktur der Dokumente sein kann. Das ist die Struktur der Sourcen, die man da editieren kann. Also ich kann das parallel nochmal zeigen. Jetzt habe ich hier irgendwie meinen Screen verloren, oder? Ist irgendwie weg. Ich habe meinen zweiten Screen verloren. Nee, ich habe das nur ikonifiziert. Da ist es. Wir schauen jetzt auf die Sourcen von dieser Präsentation. Das ist sozusagen das Pretty Printing von Sidekick, glaube ich, hier. Das heißt, das ist dann mit LaTeX und mit Fibreglas von LaTeX? Nein, ich mache das mit Foiltech. Okay. Also ich bin so Oldschool Foiltech-User. Das mache ich auch deswegen, weil ich da einfach mit Section und so weiter arbeiten kann. Und bei Beamer hast du immer so Klammern da, Beginn und Endframe. Beamer ist mir auch zu überladen eigentlich. Und ich möchte da ganz weg von diesem LaTeX-Presentation-Zeug. Ich möchte irgendwann das mal selber machen können. Ich zeige es gleich nochmal. Das muss auch in andere Outputs reinschmeißen. Naja, dass ich selber einen HTML-Output mache, der präsentationstauglich ist. Und wenn jemand dann das ganz anders haben will, dann kann er selber im User Space da noch ein Domain-Specific Frontend oder sowas machen. Ich zeige es nachher nochmal systematischer. Hier ist sozusagen die Quelle von dem Dokument und das PDF, was ich da vorhin habe, ist das geprettyprintete Dokument. Warum kriege ich das hier nicht? Das ist irgendwie komisch, gell? Der Document Viewer. Komisch. Ich kann diesen Window Manager nicht benutzen. Das ist so ein Präsentationsrechner, den ich nur ganz selten benutze. Also es ist das neueste Ubuntu und was auch immer da drauf ist. Also, hier haben wir unsere Quelle. Hier haben wir in der IDE sozusagen ein Treeview auf dieses Dokument, also das ist ein bisschen so wie ein formales LaTeX. Und dann habe ich da gewisse Strukturelemente in dem Dokument. Also ich habe diese die Markup-Commands, die Markdown-Struktur und die Formal-Comments. Und die Markup-Commands sind also sowas wie hier Chapter-Section und so weiter. Und hier haben wir schon dieses Spiel mit den Domain-Specific Languages. Also
ich schreibe hier einen Text oder eine Präsentation über die ISA-Sprache. Die ISA-Sprache ist meine allumschließende Sprache. Also das ist sozusagen, das ist ein ISA-Command. Das kann ich in der IDE auch abfragen. Also Command heißt ISA-Command. Und jetzt rede ich über ISA in ISA oder in der Dokumentsprache von Isabel. Also dieser Bereich, sagt die IDE, ist Document Language von Isabel. Und dann rede ich über die ISA-Sprache. Und dann rede ich über Chapter, Section und so weiter, auf eine formale Weise. Und dazu gibt es also diese tolle Theory Text Antiquotation, die es mir erlaubt, die formale Syntax von ISA in meinem Dokument zu referenzieren. Und dann kann man schnell so Präsentationen machen, wo das dann richtig rauskommt, in dem richtigen Stil. Es kommt dann also auch in diesem ISA-Stil, also hier, das hier, da habe ich jetzt nicht mit Latex Bold lange rumgewurstelt, sondern habe nur gesagt, formal diese Keywords da in meinem Text und dann wird der normale ISA-Stil, um das darzustellen, verwendet. So, wir gehen mal das kurz durch. Also Markup-Commands, so wie in Latex, aber formale ISA-Commands. Dann zum Einbetten von so semi-formalen Text gibt es also das Textkommando und das sind so Varianten hier, das ist nicht besonders interessant. Raw-Latex-Makros, das darf man auch, das benutzt man immer weniger. Früher durfte man oder hat man sehr viel Latex-Malereien gemacht, das macht man immer weniger. Und je formaler das wird, desto leichter kann ich es auf andere Zielsprachen dann bringen. Also Markup-Commands für die Dokumentstruktur. Markdown ist der Inhalt von solchen Textbereichen hier, wo ich dann solche Itemize-Sachen machen kann. Und solche Formel-Comments, die kann ich überall platzieren. Also ich darf in jeder Teilsprache, die in ISA hier irgendwie oder Isabel in dem Framework verwendet wird, darf ich, das heißt hier Comment, also dieser Strich, den spricht man Comment aus, das ist ein formales Kommentarsymbol, und dann ist hier diese Cartouche und da ist dann rekursiv ein Text, wie auch dieses Textding hier, was so eine Cartouche, also da kann ich dann Text in Text oder in anderen Sprachen einbetten und der wird dann irgendwie im Schriftsatz genauso dargestellt oder so ähnlich wie die Textblöcke. Und da gibt es Varianten davon, also statt Text darzustellen, kann ich Text irgendwie canceln. Das ist eine formale Version vom Auskommentieren. Der wird dann halt zum Beispiel hier so durchgestrichen. Oder ich kann formal LaTeX-Source einbetten und sagen, naja, jetzt malen wir mal rum in LaTeX. Das geht dann einfach direkt auf das PDF-LaTeX runter. Und wenn ich da dann doch mal irgendwann eine HTML-Ausgabe da richtig mache, dann würde das auf KTeX gehen. Wir hatten ja über KTeX schon ein bisschen diskutiert. Also, dass man, das macht man manchmal gern, dass man informell plötzlich tolle Formeln da hat in seinen, dann redet man mathematische Prosa, die nicht gecheckt ist. Und es soll über das gemacht werden. Auch lustig, dass KTeX mittlerweile eine abstrakte Sprache mit mehreren Backends geworden ist. Also, dass es nicht mehr nur eine Implementierung von einem Tech-Makro ist, sondern dass man die Sprache benutzen kann, um zu anderen. Ja, also an der Stelle hier mache ich noch gar nichts, da gebe ich es einfach dem LaTeX-Backend. Wenn ich dann mal das HTML-Backend habe, mache ich da halt Dollar und dann diese KTeX-Einbettung, die dann über JavaScript das LaTeX nachgeemuliert letztendlich, hinreichend gut emuliert. Wir hatten das ja schon mal in der Diskussion, ich kann es noch mal ganz kurz zeigen. Hier habe ich, also ich mache dann tendenziell immer alles als Isabels Dokumente. Also da habe ich meine Notizen. Hier war ja das KTeX. Das kann man hier nochmal schnell anschauen. Wo es darum geht, also in JavaScript, also das macht er dann. Und das sieht also aus wie LaTeX. Und das ist syntaktisch also die gleiche Eingabe. Es ist halt nur eine Teilsprache. Also hier dieses komische Zeug, was jeder Mathematiker kennt. Gell? Und dann kommt es toll raus. Es ist aber informell. Also das soll dann eben eine Möglichkeit sein, solche Malereien, die informell sind, in formale Dokumente einzubetten, wenn man Prosa macht. Wenn man sagt, ja, wir machen das und das, wir machen jetzt über 10. Problem und bla bla bla. Und dann möchte man die Notation wirklich hier von LaTeX haben. Hier, das ist schon toll, gell, was die machen. Ich würde das jetzt als erstes so ein bisschen quälen wollen und gucken, was passiert, wenn man große Summenzeichen und Underbraces und unter den Tabellen, wie weit das geht und wie lange das immer noch hübsch ist. Ja, also ich habe nur Beispiele angeschaut und die scheinen das ziemlich gut gemacht haben. Es ist sehr viel besser als das Mustjax, was hier bis vor kurzem, ich habe es noch nicht benutzt. Also da gibt es auch noch, ja, aber das wird keine zentrale Rolle da spielen, aber es ist halt so ein Zuckerl, was man noch so beigibt, dass man also
weil Leute das auch machen. Die machen halt dann in ihrem Dokument bisher da irgendwie Dollar und dann da irgendwie Sum, bla 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 und so. Und das soll dann ein klein wenig formaler sein. Also da kann ich dann, das müssen alle Verbesserungen auch immer so sein, dass die alten Gewohnheiten, die die Leute praktiziert haben, dass man die irgendwie weiterführen kann auf eine semi-formale Weise. Was meinst du jetzt? Ein bisschen formaler? Naja, also hier wird halt irgendwie klar dann gesagt, okay, das ist jetzt Latex in der Cartouche, da steht nicht einfach irgendwie Dollar und so ein Zeug. Also dann das Latex an sich ist halt nicht vom Computer überprüfbar. Also es ist eben formal als in der Computer kann. Also ja. Die Tatsache, dass da informelles Latex steht, die ist formal. Also die Stelle, wo das Latex steht, wissen wir genau und was da drin steht, also wir wissen die Begrenzung von dem und dann übergeben wir das dem Backend. Das kann PDF-Latex sein oder dieses KTeX, was ich noch nicht benutze. Und das Wort Latex da jetzt? Das ist formal. Das ist formal welche Sprache? Das erkläre ich auf der nächsten, das ist eine Notation für Anti-Quotations. Also das ist Teil 1, das ist Teil 2. Also wie können wir innerhalb von informellen Dokumenttext formale Dinge referenzieren? Und da gibt es eine universelle Syntax, Document Antiquotations, wo ich dann also, das ist die alte Form oder die allgemeine Form, wo dann also hier dieser Strudel mit den geschweiften Klammern und dann ein Name und irgendwelche Options und irgendwelche Arguments, also das ist die Tokensprache von ISA, die man da verwenden darf. Da darf ich dann mittendrin sagen, okay, da mache ich jetzt irgendwas Formales, also auf den Beispiel dazu. Das lehnt sich ja an die LaTeX-Geschichte an, dass man verschiedene Optionen in eckigen Klammern schreibt. Ja, es ist auch so eine Isabel-Notation. Also da kann ich dann irgendwie hier sagen, Show Sorts oder sowas, also witzige Isabel-Notation so, und dann kann ich da einen Term hinschreiben, also hier Lambda x, x plus a oder so. Da steht jetzt ein formaler Term, der würde dann da gedruckt werden mit diesen Optionen. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ja in der IDE natürlich fragen, was hast du denn für Optionen? Zwei Underscores ist immer so ein Dummy-Pattern, dass ich gar nichts vorgebe für die, also irgendwie komische Sachen hier, für den Namespace und so, wer weiß. Und dann wird der Term an der Stelle im Dokument gedruckt in dem normalen Isabel-Stil. Das ist sozusagen die Idee der Anti-Quotations gewesen vor vielen Jahren. Die habe ich etwas verfeinert von der Notation hier. Und das Term wird von der Dokumentensprache interpretiert. Genau. Also du machst Text und dann kommt eine Cartouche, das ist die Dokumentensprache. Die Dokumentensprache versteht diese Notation, weil sie einfach den Parser, der da angeboten wird, verwendet. Und eine andere Sprache, die das auch anbieten möchte, die umschließende Sprache muss sagen, ich möchte Anti-Quotations unterstützen und dann verwendet die halt den Parser. Und wenn das notationell nicht hinhaut, weil das vielleicht irgendwie ein Konflikt ist mit der Sprache, kann die ja was anderes erfinden und ein ähnliches Konzept implementieren. Das kommt jetzt da nicht vor in der Praxis. Also wir haben eine Dokumentensprache, die das verwendet, ML verwendet die gleiche Notation und dann so eine Rail-Diagrammsprache, die gleich noch als Beispiel kommt, verwendet auch diese Anti-Quotation-Notation. Und dann kann ich in dem Rail-Diagramm einen formalen Namen einsetzen, der dann gecheckt ist und der auch vom Stil her, vom Schriftstil her dann richtig auskommt, ohne dass man da viel tun muss. Ja, also Term und dann war als Argument Cartouche der Term als Quelle und dann wird es da gedruckt. Und das sind jetzt Kurznotationen. Also der Name ist ein Identifier und hier Backslash mit diesem Spitzenklammer und dem Carré und dann ein Namen, das ist ein Kontrollsymbol in Isabel, das ist ein universelles Konzept, also die Sourcen bestehen nicht aus Charakteren, sondern aus Symbolen, also Symbole können ASCII-Charakter sein oder Backslash Spitze Klammern Identifier, das sind normale Symbole oder hier, wo noch ein Carré ist und dann ist es ein Kontrollsymbol. Kontrollsymbol ist wie ein Operator für das Nachfolgende. Und das Nachfolgende ist hier eine Cartouche. Also Kontrollsymbol mit einer Cartouche kürzt ab die Situation, wo ich den Namen habe und das Anti-Quotation mit Name und nur einem Argument ist. Ein Argument ist die Cartouche. Cartouche ist also diese witzigen französischen Klammern hier mit... Also das Kontrollsymbol gibt dieser Cartouche einen formalen Status und das Kontrollsymbol ist die Anti-Quotation letztendlich. Der Name der Anti-Quotation ist im Kontrollsymbol drin. Das kann ich also in dem Beispiel... zeigen. Ich schaffe da hinzukommen. Hier. So.
Also, da haben wir das. Also ich mache diese Showsorts wieder weg hier. Also der Fall, der wichtige Spezialfall, Name und eine Cartouche in der Antiquotation. Dann mache ich da draus ohne Caps Lock. So, Kontrollsymbol mit einer Cartouche. Die Cartouche ist das hier. Und das Kontrollsymbol wird visuell in Bold Italics in der IDE dargestellt und im LaTeX. Das war deine Frage vorhin. Das heißt, diese LaTeX-Geschichte ist in Wirklichkeit also so LaTeX und dann kommt die Cartouche. Könnte ich hier irgendwas informelles Zeug hinschreiben. Das beantwortet deine Frage von vorhin. Also das gibt mir die Möglichkeit, sehr viele semantisch annotierte Cartouches visuell auf eine schöne Weise in andere Sprachen einzubetten. Und da gibt es noch eine weitere Stufe. Einige dieser Kontrollsymbole haben ein Unicode-Rendering. Also das ist ja auch ein Kontrollsymbol, das ist aber so wichtig, dass ich dem hier dieses tolle Unicode-Rendering gegeben habe. Also es ist ein W3C-Loop da. Und dann also haben wir sozusagen diese drei Notationen. Also diese explizite altmodische Antiquotation-Notation, die mit dem Kontrollsymbol, die also als Fallback so gerendert wird. Und manche Kontrollsymbole haben einen eigenen Glyph dahinter. Und das habe ich hier unten. Löscht er sich auf einmal oder löscht er alle? Der ist jetzt hier, im Editor ist der wirklich nur dieses Unicode, dieser Unicode-Point im Editor. In dem Editor nicht. Also der Editor rendert es wirklich wörtlich als Unicode. Das sehe ich ja auch, wenn ich jetzt hier auf den Find, das ist normale Swing-GUI-Element, dann habe ich hier den normalen Globe drin. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel den, das ist hier ein bisschen schwieriger, weil da auch ein paar unsichtbare Zeichen drin sind, also der ist der da. Diese GUI-Box, die versteht nicht mein tolles Rendering hier. Ich habe halt in dem Editor so eine Art, das nennt sich Token-Marker in dem Jaded Editor. Also du kannst für die Text-Area einen Token-Marker angeben, der die Source mit einem Textstil versieht, dass man bolde Keywords macht und so weiter. Und den habe ich einfach so getrimmt, dass wenn der sowas sieht hier, also dass der dann halt Bold Italic draus macht. Also wenn der diese... Unicode, also ein spezieller Unicode-Space oder was das war. Da ist der Originaltext, den kann ich nicht verändern. Aber da habe ich einen Font reingeschmuggelt, der einen unsichtbaren 1 Pixel, also da ist ein Backslash drin und eine spitze Klammer und ein Karé und so weiter, was also unsichtbar ist und 1 Pixel hat. Das ist quasi bei dem W3C-Symbol nur halt unsichtbar. Das W3C ist ein normaler Unicode-Glyph in dem Font, der dem zugrunde liegt. Und hier oben tue ich Charakter, die immer noch stehen, die kollabiere ich visuell einfach. Also auf einen Pixel und mache die von der Farbe her unsichtbar. Wenn du das Zeichen löschen würdest, vorzuhören? Dann würde das hier so kaputt gehen. Da wird es wieder expandieren. Weil es jetzt in dem Token-Marker, das sozusagen, das ist also diese syntaktische Keyword-Analyse des Editors, der erkennt halt das Kontrollsymbol nicht mehr, es ist ja keins. Das also, ist eine Ligatur quasi aus den drei Zeichen. Also wir haben einen konventionellen Texteditor, Jaded ist ein konventioneller Texteditor. Ich implementiere in Scala einen Token-Marker, der sagt, was sind die Keywords. Und den Stil davon kann ich vorgeben. Ich kann den Text nicht verändern, aber den Stil. Und dann sage ich, okay, das Ding hier ist ein Keyword und der Stil für diesen Backslash ist ein unsichtbarer Backslash. Also ich manipuliere den Fontstil von dem normalen ASCII-Backslash in dem Editor. Das kann man da machen. Und diese Unicode-Zeichen, die du dann auf einmal löschen kannst, die sind ja quasi nochmal eine andere Ebene. Also da dekodiere ich tatsächlich, da habe ich eine Encoding hier. Also Reload with Encoding und das ist normalerweise UTF-8 Isabel, wenn ich das jetzt auf offizielles UTF-8 mache, den Source nochmal reinlade, langsam, das hat nicht geklappt hier, Reload with Encoding, UTF-8, Hilfe, ich bin hier, ASCII kommt da völliger Bullshit raus. Sag mal, nimmst du das auf? Warte mal, wo ist denn dieser Aufnahmedings da? Da müsste eine rote Kiste sein, gell? Du hast dir genau. Nee, das ist Nextcloud hier.
Wo ist denn unser Record My Desktop? Der ist irgendwie verreckt. Record My Desktop ist verreckt. Jetzt recordet das, das ist schlecht. Also es recordet, vielleicht ist das abgestürzt in der Zwischenzeit. Okay, ich lade das hier nochmal vorsichtig mit der UTF-8-Encoding. So. Und jetzt frage ich, warte mal, hier ist irgendwas was kaputt. Das ist nicht richtig, das gehört. Also, das ist hier ein bisschen kaputt gegangen. Jetzt habe ich hier was falsch gemacht. Jetzt ist die Source plötzlich als Unicode gespeichert. Das ist also nicht vorgesehen. Genau. Dann kommt jetzt diese Warnung und dann ändern wir das und dann speichern wir das so. Und jetzt mache ich mal Reload with Encoding. So kurz, gell? Also waren jetzt durch dieses viele Hin- und Herklicken und so eine inkonsistente Situation. Ich habe den Text in der Unicode-Ansicht irgendwie gespeichert, durch komische Crashes, die dazwischen drin waren. Aber jetzt habe ich es nochmal sauber gemacht. Also ich habe sozusagen, hier sehen wir, so wie es im Speicher ist und im Repository landet. Also das sind die Isabel-Symbole. Und dieses Term-Symbol hatte ich dann da in dieser witzigen Notation, die da also immer dann visuell gleich so dargestellt wird. So habe ich mein Term-Symbol. Und dieser Unicode, dieser W3C-Globe ist der hier unten. Also der dekodiert einfach in diesen Globe innerhalb von Unicode. Reload with Encoding. So. Und das verwende ich sehr oft heutzutage. Da kann man jetzt also, ich habe sehr viele Kontrollsymbole. Hier gibt es so einen Document-Bereich. Genau, hier. Hier gibt es dann so, also das war das Comment-Symbol von vorhin, das heißt so. Und das ist das Cancel-Symbol, das heißt so. Und dann gibt es hier so No-Indent, das ist so, das hat dann als Semantik einfach die normale LaTeX-Semantik, also Big Skip. Item ist dann mein Markdown, das ist dann Footnote. Verbatim, Theory Text ist sozusagen eine eingebettete ESA-Source, Emphasize in Bold. Und wenn ich da jetzt ein Dokument schreiben möchte, dann sage ich halt Bold. So, und dann kommt hier bla bla bla, und dann mache ich hier drin vielleicht Emphasize, bla bla bla. Also das ist ein bisschen so an Markdown auch angelegt, visuell, aber das sind normale Anti-Quotations in meiner Notation. So, also wir waren hier, das ist sozusagen, ist das Recording noch an? Ja, ist noch an. Wir waren hier an der Stelle. Also allgemeine Anti-Quotations innerhalb der Dokumentsprache, die witzige Notation, die witzig gerendert wird im Frontend. Und dann gibt es noch zwei Spezialfälle, wenn sozusagen da kein Name steht, also kein Kontrollsymbol davor, vor der Cartouche, dann wird hier ein Standardname eingesetzt, der heißt Cartouche als Konstante. Dann hat man in jeder Sprache einen Schuss frei, um eine andere Sprache einzubetten, die kein Kontrollsymbol braucht. Das ist sehr schön, wenn man jetzt innerhalb von LaTeX ist das so, dass ich dann den Text formal erscheinen lasse. Also wenn du eine Cartouche in diese Dokumentsprache einbettest, sieht es formal aus, wird aber nicht gecheckt. Und in ML zum Beispiel ist das die Source selber als ein ML-Wert und dann kann ich damit irgendwie rumspielen. Und der andere Spezialfall ist also nur Name und keine Cartouche danach, dann ist es ohne Argumente. Also das ist zum Beispiel bei dem Met-Skip da gewesen. Also da gibt es hier irgendwie eine Met, hier steht es ja No Indent Smalls, die haben alle kein Argument. Das mappt halt 1:1 direkt auf die LaTeX-Kommandos, weil die haben ja auch Optionen und Argumente. Also das können wir jetzt auch formal in der IDE überprüfen, sozusagen diese Hypothese oder diese Idee. Also hier, das ist das Met-Skip-Symbol. Und dann kann ich die IDE fragen, ja, was ist denn das hier? Dann sagt er, das ist Markdown Paragraph, also das ist hier drumherum, Anti-Quotation Pure Met-Skip. Und wenn ich da drauf dem Link folge, dann sehe ich die Implementierung und dann mache ich hier die IDE für ML an, dann können wir das auch genau verfolgen. So,
Also das ist die Metskip Antiquotation und das sind die anderen Latex-Sachen. Und da wird dann am Ende hier so ein Latex-String, also das ist der Source, der hier ausgeneriert wird eigentlich. Also es ist alles eigentlich. Da passiert nicht weiter. Ja? Also das, was du gerade gesagt hast, das haben wir jetzt überprüft in der Implementierung. Diese Item-Sachen und so, die sind notationell so ähnlich wie Antiquotations, aber die werden von einer anderen Stelle verarbeitet. Und wenn das irgendwie schief geht, dann ist das ein Fehler. Die dürfen nicht übrig bleiben. Das sind also hier so... ja. Okay, da kann man also mit sehr einfachen Mitteln witzige Sachen machen und dann relativ leicht eigene Sachen neu dazu erfinden und das irgendwie formal unterfüttern. Also darum geht das Spiel eigentlich immer. Es soll einen formalen Status erhalten. Also wenn ich jetzt innerhalb des Dokuments mich auf ein anderes File beziehen möchte, kann ich das so machen. Und die IDE weiß jetzt, das muss ein File hier werden, also dann kriege ich die Completion gegen das File-System. Und jetzt können wir hier... Also formaler Status heißt, also hier sind irgendwelche Markups drüber über die Source, die Hinweise geben, was das soll. Das kann alles sein. Das ist zunächst mal einfach ein XML-Element mit einem Namen und einer Property-Liste. XML-Attributes heißt es da. Und das ist dann, also irgendwo muss dokumentiert sein, das soll das bedeuten und irgendwo muss es implementiert sein. Und das ist halt hier in der IDE so gemacht, da steht also in dem Markup-Tree halt drin, dass das da im Filesystem zu verstehen ist, diese Stelle. Und wenn ich da mit meinem Cursor da bin, dann verhält sich die IDE auf eine bestimmte Weise. Dann kriege ich diese Completion. Diese Completion wird... Also es sind verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. Das ist auch so ein bisschen so eine Kunst. Wir können jetzt, also ich mache das schnell fertig, dass ich sozusagen die Slides jetzt selber da referenziere. Also innerhalb der, das müsste ich in anderen Slides machen, also ich bin jetzt beziehe mich einfach auf diese Slides und dann sind wir wieder hier drüben, weil wir sozusagen, das hat den formalen Status bekommen, das ist eben dieses File, das sehen wir hier. Also hier ist die Sprache, die Pfadsprache des Filesystems. Das ist eben der Pfad, der dahinter ist. Das ist das File hier. Das sind so verschiedene Aspekte, die sich... Und um das zu machen, kann man hier die Implementierung wieder anschauen. Also da ist dann irgendwie eine Antiquotation mit CheckFile. Also wir kriegen sozusagen hier unser Argument mit der Position und dann checken wir das. Und hier machen wir das Latex draus, dass wir dann halt in hier ASCII, also Typewriter Font, und dann mache ich Slashes und dann ist es hier sogar trennbar an der Stelle, dass unbrechbar ist und sowas. Also das ist die eigentliche Semantik, die wir abliefern, die ist latig, aber wir machen vorher ein paar Checks und diese Checks liefern Markup, der landet in der IDE. Also da gibt es hier drei Varianten, das ist nur, dass wir einen Pfad haben, der nicht gecheckt ist. Hier haben wir einen, der soll ein File sein und einer, der soll ein Directory sein. Und dann können wir sozusagen... Also wenn ich bei dem File bin, dann öffne ich das File im Editor. Oder ich könnte hier auch sagen, ich will jetzt ein Directory. Dann kriege ich das ein witziges Directory-Icon. Jetzt beschwert sich dieses Antiquotation, das ist ja gar kein Directory. Also diese Check-Funktion, die sagt, das ist kein Directory. Kürzen wir das so, dass es tatsächlich ein Directory ist. Sagt die, okay, das ist ein Directory. Und wenn ich das jetzt öffne, öffnet sich in der IDE der File-Browser. Und das einfach in dieser Verdrahtung der GUI ist dann eine Stelle, wo dann der File-Browser aufgerufen wird auf diesem Ding. Wenn man das jetzt einem anderen PC öffnet, dann ist das natürlich ein Fehler, weil der existiert dann nicht. Also, wenn ich mich auf Sachen beziehe, hier auf mein Home, dann ist das ziemlich gefährlich. Das ist ja eigentlich gut, weil man will ja nicht, dass sowas nach außen quasi geht. Ja. Und der andere kann dann gar nichts mehr damit anfangen und kriegt dann Fehler, die er erst beheben muss, bevor er irgendwie weitermachen. Genau, also das ist auch der... Also ursprünglich habe ich das eingeführt, dass ich solche formalen Checks mache. Man schreibt Manuale und bezieht sich auf Source-Files, die als Beispiel sind. Dann sollen die natürlich vorhanden sein. Und später habe ich das dann halt aufgehübscht mit diesen tollen Icons und in der IDE, dass ich diese Completion habe im Filesystem und so. Aber ich möchte letztendlich, es ist ja hier so ein Versuch zu überleben mit 1000 oder ich weiß nicht wie viele 1000 Seiten Isabel-Manuale wir haben, dass man die warten kann überhaupt. Wenn es ja das Beispiel sowieso hier und hier, ja vor 10 Jahren war es mal da. Gell? Also das, und heutzutage ist es wirklich so, du beziehst dich auf Sourcen,
die formal gecheckt sind, dass die da sind. Und jetzt kannst du in der IDE da hinspringen und gleich mit den Sourcen arbeiten, weil das noch ein bisschen gut ist, aber das geht eigentlich. Das ist das, wenn die Checks fehlschlagen, dann kann man den AFP-Entry gar nicht als bewiesen hochladen, weil dann Daten verputzen. Also da, den kannst du schon hochladen, aber da wird dann der normale Test sozusagen, der wird dann halt sagen, hier ist irgendwas falsch, und dann repariert man das halt. Also das kommt dann. Nicht nur Tilde, sondern Dollar Home expanden. Das ist das Gleiche, das ist also so eine Isabel-Pfad-Notation. Also Tilde heißt Dollar Home, das ist einfach eine Notation dafür. Und 2 Tilde heißt Isabel Home. Also kann ich jetzt sozusagen innerhalb von Isabel Home Source Pool X, das ist hier schön completen. Also es ist halt irgendwas, was, das ist kein Directory, also da, die IDE, da wird also ein Markup ausgegeben, dass das ein Pfad ist, dann kann die IDE das unterstützen und diese Check-Funktion am Ende beschwert sich aber, dass das kein Directory ist. Also mache ich hier draus File, dann ist es also in Ordnung. Und das ist das gleiche wie Isabel Home. Jetzt habe ich für die Variablen keine Completion da. Und du kannst dafür beliebige Variablen haben. Das ist nicht was da, das kann ich jetzt hier mal in dem L fragen, was ich da so Bash N, was ich da vielleicht für Variablen habe. Was passiert bei einem Pfad, der Dollar-Klammer auf der N des RF-Rot-Klammer zu enthält? Ich sollte es ausprobieren. Also das ist ja jetzt nicht Bash oder so. Also hier löse ich selber gegen das Prozess-Environment diese Namen auf. Wenn wir jetzt da also irgend so einen Schmarrn drin haben, also sowas vielleicht, dann kommt hier ein Fehler, dass diese Variable nicht existiert. Also ich gebe jetzt nicht diese Notation, also die habe ich unter Kontrolle, die Notation. Das ist so ein Isabel-Pfad-Konzept. Du kannst dennoch völligen Blödsinn machen mit so Isabel. Also Isabel ist eigentlich, also ich kann ja jetzt innerhalb von, wenn wir jetzt das, was wir gelernt haben, mal anwenden. Also es gibt eine Anti-Quotation. Also Security-Probleme passieren ja nur, wenn man aus seiner eigenen abstrakteren Ansicht, kleineren Sprache quasi versucht, was durchzugeben, was dann in einem anderen Kontext anders interpretiert wird. Zum also, Beispiel irgendwelche Strings, die zufällig auf Bash-Profile sind und Bash weiterreichen. So einfach kann ich mich gar nicht mir in den Fuß schießen. Also ich wollte jetzt deinen Gedanken da weiterführen. Ich kann ja innerhalb den Text ML referenzieren. Da kann ich jetzt irgendwie 1 plus 1 reinschreiben und das ist ML. Das ist also wohlgetyptes, wohlgeformtes ML. Und jetzt hast du vorhin diese Operation gesehen, die ich da gezeigt habe, dass ich da mittendrin irgendwie was aufrufen kann, also einen Prozess machen kann. Jetzt ist das aber hier rein statisch. Also das wird hier nicht wirklich ausgeführt, da steht einfach ein Lambda davor. Also da steht eine Unit-Abstraktion. Also das ist rein statisch. Wenn ich das da oben mache, dann ist das schon dynamisch. Also wenn ich hier als ein eigenständiges Kommando mitten im Dokument ML mache, dann wird das hier ausgeführt an der Stelle und dann kriege ich eben hier mein Directory-Inhalt. Und wenn ich da als RM so Blödsinn, dann wird Blödsinn gemacht. Also das, was ich hier als Bash-Skript hinschreibe, wird gemacht. Aber um das Thema nochmal, das klang hier so implizit an beim Prof. Patsch auch. Wir haben in der Informatik dieses Universalproblem, also das ist SQL-Injection, kennt ja jeder, aber das ist ein Universalproblem, dass jemand eine Notation hat und dann möchte er einen Wert, den er hat, also das ist mein String, notationell in die andere Sprache reintun und dann macht er das nicht richtig und dann kann man Syntax-Tricks machen. Und das Standardbeispiel ist ja dann, dass ich hier von mir das Echo mache und sagen wir mal, also das ist hier jetzt in ML my Text oder so. Und dann möchte ich, also das nehme ich jetzt hier Text. Das kann ja sein, dass der Nutzer dieses Strings den auf der falschen Ebene auswertet, den nicht erst irgendwie einen SQL-Befehl passt, sondern erst das String irgendwo hin konkateliert. Genau, also das hier. Also das ist wirklich hier so Idiotenfehler. Also was macht man nicht? Also man hofft, dass, also früher war das einfach nur schlechter Stil und heutzutage ist das tödlich. Da kann man dann also in diesen Klartext hier kann man ja völligen Unsinn reintun und weil hier nochmal die Bash drüber läuft über das Ganze. Aber das kann man, also in meiner Programmierumgebung ist es dadurch gelöst, dass man dann halt hier Bash String sagt, dann wird das hier sauber eingebettet und dann kann ich hier oben auch Unsinn reinschreiben. Also kann ich hier zum Beispiel
ein Null per. Ach, ich weiß nicht was. Also ist dann Escape drin, bevor du es in Wash reingibst. Also man kann ja die Sachen immer sauber einbetten, da gibt es witzige Notationen. Also ich kann ja sogar einen Null-Charakter rausgeben. Schreib mal Dollar Home rein. Da willst du jetzt Dollar Home rein. Dollar Home? Warum hast du dann der System Bash-Funktion überhaupt ein Screen geben und nicht nur ein Bash-String? Also warum ist es nicht so getypisch schon, dass man sagt, es dürfen nur Bash-Strings in den BP-Funktion reingeben? Das ist ein bisschen so keep it simple. Also man hat die Möglichkeit, das richtig zu machen, man muss dann selber schon darauf achten. Aber ich möchte es nicht zu stark formalisieren, da hier irgendwie eine API zu machen zum Zusammensetzen von so Bash-Skripten, weil man das dann doch auf Freiform macht. Da macht man irgendwelche Pipes und irgendwelche... Als Anwendung, als normale Anwendung gedacht ist, da Bash einzubetten, sondern nur als irgendwie... Naja, also... Also immer wenn du ein externes Tool einbetten willst in die ganze Isabelle-Umgebung, in diese IDE und so, machst du ein Shell-Skript. Und da ist jetzt eigentlich keinerlei Check, außer ein paar Hilfsmittel, dass du es richtig machen kannst. Also es gibt diese zwei Funktionen, Bash String und für Filesystempfade gibt es eine Operation, die dann hast du so eine halbtypisierte Sache, du kannst es immer noch falsch machen. Aber man kann visuell das vom Programmtext sozusagen sieht man, wann es richtig ist. Und das geht schon. So, wir sind irgendwo ziemlich am Start der ganzen Sache hier. Also hier ging es um Dokumente mit formalem Inhalt und das ist nur als Zusammenfassung, da haben wir ja schon rumgespielt, also hier, dass das nochmal gezeigt wird, also die Markup-Commands sind also sowas hier, also hier die Section-Text, Text ist hier und dann war so eine Markdown-List, also das sind hier diese Bullets, das ist hier so eine geschachtelte Liste, die die IDE dann farblich auch unterscheidet und dann waren Formal-Comments, die können überall stehen, also die können hier neben den Commands stehen, hier, die können auch im Term drin das stehen, das ist hier nicht zu sehen. Also ich kann, die Termsprache ist ja auch eingebettet, ich kann innerhalb vom Term plötzlich einen Kommentar reinschreiben, formal. Und dann Document Anti-Quotations, also innerhalb vom Text sage ich, naja, druck mal das hier bewiesene Lemma. Und zwar das Statement vom Lemma. Das ist auch, wenn man so Manuale macht, wichtig. So, das war also über Documents. Zum Inhalt der Documents. Und dann geht es jetzt ein bisschen weiter hier, also zu PIDE nochmal zurück, jetzt mal technisch gesehen, was die Struktur, das ist erst die Übersicht, was PIDE, wenn man es ausliefert, was das ist hier, also Coover IDE Components, also Isabelle Jaded, wenn ich das runterlade, wenn ich Isabelle runterlade, kriege ich Isabelle Jaded mit allen Tools, da kriege ich also diesen filthy rich Client, der braucht dann also 8 Giga und 4 Kerne, um da kleine Sachen zu machen. Ich habe jetzt hier 16 Giga auch reingetan, dass ich die Vorträge gescheit machen kann. Weil der macht ja dann so Rawhammer-Zeug. Was so? Wenn du die Series aufmachst, dann macht er ja, schmeißt er erstmal die Kuh. Ja, also alles, alle, sagen wir mal, also die ganz schweren Tools kommen nicht von alleine, aber wenn ich hier irgendwas öffne, laufen hier irgendwelche Beweise ab. Das wird irgendwas gemacht, was also relativ viele Ressourcen braucht. Diese kleinen Beispiele, die hier kommen, die kann ich mit 4 Giga und 2 Kernen machen, aber wenn du irgendwas Realistisches machen willst, brauchst du schon die 8 Giga. Also. Selbst das ist heutzutage ein Problem, weil unsere Power-User da einfach ihre Ressourcen vollhauen und das, was gerade noch geht, und das dann halt in AFP veröffentlichen und dann müssen die User mit kleineren Rechnern damit zurechtkommen. Also. Ab, oder ist auch sehr, ist halt ein Speicher voll und dann hier 8 GB sind constantly stopping. So, so. Das wird zurückfallen. Ja. Meine Erfahrung mit Agda. Ist das da auch so? Ist bei Agda genauso oder was? Nee, irgendwie, wenn man eine Kleinigkeit falsch macht, also man verwirrt Agda, dass das versucht, irgendwelche komplizierten Terme zu bitterisieren oder irgendwelche Instanzen zu tun. Und ich weiß nicht genau wann. Aber manchmal kommt das vor, dass Akte einfach immer mehr Memory braucht. Mhm. Und ich habe schon geschafft, 16 GB auf meinem neuen Rechner den aufzubrauchen und in die Flotten zu geraten. Also bei den AFP-Einträgen kannst du auch 64 GB vollhauen, das ist kein Problem. Wenn man den Sport auszuschalten kann, dann macht es so was, dann wird dann halt. Also Isabelle Jaded, was ja auch im Titel, also der Vortrag ist ja, dass Isabelle Jaded ist Formel IDE. Das ist die
Applikation, die wird als All-Inclusive-Sache angeboten und dann hast du halt fast ein Gigabyte auf deiner Platte und brauchst halt 8 Giga und 4 Kerne, um damit irgendwas zu machen und dann hast du alles, alles on board. PIDE hier generell, also Prover IDE ist halt so eine Programmierumgebung, die, um das zu implementieren und da kann man sich auch irgendwie reinhängen und kann dann also in Scala oder im ML da was machen. Scala unten drunter, das brauche ich hier nicht erklären, das kennt jeder. JEdit unten drunter, das haben wir hier schon öfter gesehen, das ist halt ein Texteditor, der in Java programmiert ist, der seit, weiß nicht, seit wann existiert er, seit 15 Jahren, seit 10 Jahren ist der Gründer des Projektes da nicht mehr dabei, es tröpfelt halt so weiter vor sich hin, es ist ein schöner Editor und es kommen nicht ständig neue Sachen, das ist ein Vorteil, aber manchmal ein Nachteil, aber eigentlich ein schöner Startpunkt, um da eine IDE draus zu machen. Ich habe auch mit VS Code gearbeitet und ich habe es jetzt heute am Nachmittag tatsächlich wieder zum Laufen gebracht und dann haben die in der Zwischenzeit 20 Releases gemacht seit dem letzten Mal. Wir machen monatlich einen Release und es war dann doch, also ich war erstaunt, dass es tatsächlich noch funktioniert, aber es ist nicht gesagt. Und wenn ich VS Code standardmäßig unterstütze mal, dann werde ich das bundeln, dann kriegst du eine statische Closure. Also dieses Dynamische, hier ändert sich ständig alles, das kann man nicht gebrauchen, wenn man eine Endanwendung ausliefert. Aber da will man das auch erstmal abhängen lassen, 5 bis 10 Jahre, bis man es da nutzen kann für irgendwas Größeres. Wenn man sehr viele Leute und sehr viel Geld hat. Müsste man mal schauen. Also VS Code hat auch so den Vorteil, dass da viele junge Leute sich für begeistern können und dass man halt diese ist halt cool, gell? Ich meine, hier Java Swing, da kann sich kein Mensch mehr für begeistern. Das ist halt. Wobei ich jetzt, also ich habe jetzt IntelliJ wieder benutzt und das ist schon gut. Das ist auch Java Swing. Also das haben die schön gemacht. Da. Ist aber auch aktuell, ja. Was ist deine Erfahrung mit Java-Typklassen, Mega-Vererbungsbäumen und rauszufinden, wo tatsächlich Funktionalität in irgendeiner API steckt? Dafür benutze ich es nicht. Wenn man dann Superklassen hochklicken muss, bis man eine Funktion findet, die so ausschaut, als würde das tun, was du willst, aber tut sie nicht das, weil sie wird noch irgendwie überschrieben oder irgendwo anders her und das ist Encapsulation-Zeug, was du dann hast. Das ist ein eigenes Thema. Ich mache ja gar keine Java-Programmierung, ich mache Scala-Programmierung. Ja, mit den APIs auch, also mit String und so. Also ich arbeite mit JEdit, das ist einfach ganz schöne, das ist softwaretechnisch sehr schön gemacht. Das ist also auch von dem Java her sehr schön. Und dann halt die normalen Libraries in der JVM, damit arbeite ich. Und dann halt meine Scala-Sachen und die normalen Scala-Libraries. Und bei den Scala-Libraries hat man mehr solche Ärgernisse als bei diesen Java-Anteilen in JEdit. Und meine eigene Programmierstil, der ist eigentlich wie ML, da mache ich fast kein Overriding. Da gibt es nur ein paar Stellen, wo ich das mache und dann kennt sich dann keiner aus. Dann ist genau der Effekt, also man hat eine Operation und man weiß eigentlich nicht, welche Operation das ist und was das ist. Ja. Also für Verifikation ist dieses objektorientierte Modell von 1980 völlig unbrauchbar. Das ist eigentlich, das haben wir die letzten Jahrzehnte gelernt, die Kollegen, die damit Verifikation objektorientierter Programme, wenn du die beim Bier dann am Abend fragst, dann sagen die, naja, mach das nicht. Also wenn du verifizieren willst, mach das mit einer gescheiten Programmiersprache und nicht mit Overriding und Zeug da. So. Ich bin hier irgendwie, habe mich verloren hier in den, genau. Also das ist so die PIDE, was PIDE als Produkt ist und als Technologie ist. Und das war sozusagen nochmal hier so ein Kurzexempel. Also hier haben wir so eine Document Source und dann haben wir eben hier diese Markup-Commands und Text und so weiter. Und hier sind die Anti-Quotations, das haben wir alles schon gesehen, also Emphasize. Der Text halt als Semantik, der informelle Text, ein Spellchecker darüber. Das ist so ziemlich die einzige Semantik, die der informelle Text hat. Und da ist dann auch Completion, da kriege ich dann aus dem Dictionary eine Auswahl. Da habe ich das tatsächlich falsch geschrieben hier. Das ist also die deutsche Schreibweise und im Englischen schreibt man das Griechisch. Und das ISA hier unten hat halt das Dictionary nicht gekannt. Und dann kann ich damit Anti-Quotations, die ich selber definieren kann, meine eigene Domain-Specific Formal Language einbetten und dann LaTeX draus machen. Und da habe ich diese Rails-Sprache mal gemacht. Das haben wir schon länger, aber das war ein C++-Tool und so. Und dann habe ich das in ML mal nachgemacht und dann auf das Original-Style-File da einfach ausgeneriert und so. Und dann haben wir sozusagen einen konventionellen
Parser, der halt viele Markup erzeugt und dadurch kriegt es in der IDE einen formalen Status. Also das ist jetzt das Minimalbeispiel, um meine Slides brauche ich hier. Slides und dann war da, nee, ich muss ja da. Hier war das mit dem Rail und hier war das der Link auf das Beispiel, da muss ich hier bei Rail schauen. Rail. Das war das, was wir da gesehen haben, das ist ein Screenshot. Also in der normalen Textdokumentsprache hier habe ich jetzt diese Interpretation Rail, die eine Cartouche als Argument hat, das ist ja also altmodische Notation mit dem expliziten, da hätte ich ein Kontrollsymbol machen können. Und da ist ein Parser dahinter, der das so annotiert, dass wir das in der IDE abtasten können, dass wir fragen können, was ist denn das und was ist die Struktur? Also da ist dann hier die Teilausdrücke sind also tatsächlich mit Markup versehen, dass ich also nicht in der Rail-Sprache da noch irgendwelche Sachen mache. Also da gibt es irgendwie verschiedene Operatoren, dann sehe ich also hier die Teilausdrücke. Das können wir dann hier anschauen. Das ist also, da gibt es jetzt keinen formalen Link. Das muss ich sozusagen wissen, wo das ist. Also ich weiß, das ist Find Theorems. Hier, das ist dieses Diagramm. Also das war genau die Source dazu. Also da war dieses Env und so und hier war das Rail. Und da waren ja auch solche Antiquotations drin. Das zeige ich dir gleich nochmal in der Quelle. Das ist quasi dafür da, um ABNF-Notation grafisch darzustellen. Ja, also da gibt es seit vielen Jahrzehnten, also unter dem Namen Rail, eine Reihe von Tools und das haben Leute immer wieder gern gemacht, dass sie dann so Syntaxdiagramme malen in LaTeX. Kann man sich das auch aus einer ABNF-Grammatik rausgenerieren lassen? Aus den Symbolen und Terminalen und Non-Terminalen und so? Also du müsstest das dann hier halt implementieren, das wäre dann eine Übung, dass man sagt, ich mache hier als Eingabesprache halt irgend so ein Format und dann mache ich da mir einen Parser da drin in ML und erzeugt dann halt die gleiche Zielsprache hier in LaTeX. Das sind so. Das sieht man hier. Wir haben jetzt, also ich habe hier auf die Implementierung dieses Dings hier. Das ist ja die Antiquotation. Dann gehe ich auf die Implementierung und dann ist hier der Wrapper. Also mach mal im Theoriekontext eine neue Antiquotation. Also RAW heißt, dass ich LaTeX Source direkt ausspucke ohne irgendwelche Checks. Und dann sind hier Parser-Kombinatoren, das sind meine ML-Parser-Kombinatoren, die sind relativ einfach, das ist so ähnlich wie die Scala-Parser-Kombinatoren, das ist ein bestimmter Kanon. Das heißt, ich habe jetzt ArcsText-Input, ist ein Parser, der diese Cartouche versteht. Also Text kann so ein quotierter Text sein, historisch sind da andere Formate noch erlaubt. Also der wird mir eine Cartouche geben, Input-Source ist der formale Typ für die Cartouche. Und dann wird hier das gelesen, also diese Funktion read, die nimmt die Source und macht daraus hier so eine Liste von String, Antiquote, Rail, blablabla, das ist so das eigentliche Zeug, das ist die eigentliche Darstellung von dem Ganzen. Also diese Read-Operation kriegt einen formalen Isabel-Kontext, den brauchen wir eigentlich immer aus formalen Gründen, das ist eine formale Quelle, das war die Cartouche, die der User da hingeschrieben hat, da haben wir alle Positionen und so weiter. Und dann erzeugt er immer mehr formale Informationen. Das heißt, er sagt jetzt, ja, ich bin die Rail-Read-Funktion. Das heißt, ich sage jetzt der IDE über den Report. Reports sind IDE-Markup-Messages. Die sind isomorph zu normalen WhiteLNs oder irgendwelchen Print-Messages. Also wenn ich sage Report, die Position der Quelle ist die Rail-Sprache. Und das haben wir in der IDE, wenn wir da drüber hoffen, dann haben wir da gesehen, diese Cartouche ist Rail. Das wird hier erzeugt. Dann habe ich meinen normalen Tokenizer, der die Tokens erzeugt. Also die Quelle wird hier so zerhackt in einzelne Symbole und dann mache ich Tokens. Tokenlist, das ist ein normaler Datentyp und so weiter. Und dann machen wir wieder Reports und sagen, okay, also jeder Token hat irgendeine semantische Information und das haben wir jetzt erkannt. Also das sind so verschiedene Token-Kinds, Keywords und so weiter. Ein Token ist dann so ein, hier werden die Tokens definiert, also Token ist also ein Kind und dann ist es hier nur ein Tupel, also da ist eine Position und dann ein Kind mit dem Inhalt, das ist einfach ein Text hier, das drin. Was meinst du? Es ist so schön in der Sprache, wenn man Kind mal verwenden kann und es ist kein Keyword. In Haskell ist es ein Keyword. Es ist, ich bin mir nicht
nicht sicher. Wahrscheinlich ist es reserviert. Sie haben sich ja aus komischen Gründen für Type, also Sternchen für Type entschieden. Und ich glaube, kein hat auch so eine ähnliche Darstellung. Also hier heißt, das ist ja wirklich nur Englisch, also welche Art von, ich verwende das Kind sehr oft auf diese Weise. Das ist so ein Idiom von mir, dass ich das so mache. Also ich möchte ja nicht einen Datentyp mit so vielen Konstruktoren haben, sondern ich mache einen Tupel und die Summe stecke ich hier rein. Und das ist so eine uniforme Summe, dass also immer da ein Range ist und dann immer ein Text ist und der Kind spaltet sich auf in die Fälle. Und die Zusatzargumente, die ich noch brauche, stecke ich in den Kind rein. Also hier der Comment, der hat ja nochmal selber einen Kind und die Antiquotation hat hier noch ein Antiquote-Argument. Dadurch ökonomisiere ich das, dass ich da nicht einen Datatype-Token mit den ganzen Varianten und diesen redundanten Argumenten bekomme. Gell? Also ihr versteht schon, was ich hier mache, oder? Comment ist in der gleichen Datei, oder? Das ist ein anderes Konzept, was ich kürzlich eingeführt habe. Also ich kann, das waren diese Formal Comments, die ich vorhin gezeigt habe. Oder das Comment-Modul. Das Comment-Modul implementiert die Formel-Comments mit diesem normalen Comment und dem Cancel-Comment und dem Latig-Comment. Und das war mal einfach hier String oder was, oder dass da kein Kind war und das einfach String war. Und das habe ich dann verallgemeinert, dass dann verschiedene Kommentare sein dürfen und das kann man an der Stelle dann erweitern. Und dann, das ist ja wunderschön, man kann immer schön komplexer, strukturierter werden und man kriegt alle Positionen, wo man es auch abändern muss vom Typchecker. Ganz genau das. Also das warum ist, man programmieren will in statisch getypten Sprachen, weil man refactoren kann. Ja, das ist die klassische ML-Haskell-Schule, dass man das so macht. Dann weiß man genau, wo, und wenn du fertig bist, bist du fertig. Und dann weißt du, das funktioniert jetzt auch überall. Und man kann auch noch mit einem Promille programmieren, das ist auch sehr schön. Mit was programmieren? Man kann auch noch mit einem Promille programmieren. Das so ist, genau. Nachdem man die Struktur der Typen mal geändert hat, kann man auch mit Alkohol Einfluss weiter programmieren. Also ich habe früher mal gesagt, also um 3 Uhr morgens, wenn man schon, während man halb schläft, so, das habe ich in meinen klassischen Zeiten. Ja. Also hier ist das Konzept der Tokens mit den Positionen und den Ranges. Ranges einfach Start und End. End natürlich exklusiv, wie sich das gehört. Und dann habe ich hier für die Fehlermeldung die Ausgabe, wie diese Kinds dann genannt werden in den Fehlermeldungen. Und hier ist der PIDA-Anteil. Also der Rest ist ja ganz konventionell. Wenn ich für eine TTY-Applikation eine Tokensprache mache, sieht es genauso aus. Die Position ist vielleicht dann nur die Zeilenposition oder so. Und meine Position ist wirklich eine präzise Offset-Position. Und hier ist der PIDA-Anteil, dass ich sage, also was sind denn die Reports? Also Report ist so ein PIDA-Konzept. Sag doch mal, was semantisch das bedeutet, was da gerade ist. Und so ein Keyword, hier ist ein Keyword, hat als PIDA, hier, da schaue ich halt in der Tabelle die Keywords nach. Also die Keywords sind hier. Das sind meine Keywords der REL-Sprache. Das sind hier recht schlicht. Und die kriegen ein Markup. Und da habe ich einfach ein Markup-Vokabular, was sich so gebildet hat. Also da gibt es halt 1, 2, 3 so verschiedene Keywords, die verschiedene Farben einfach bekommen. Und hier empty heißt, da macht man nichts. Also bei Klammern machen wir nichts. Und dann hat man also das hier ergänzt. Also vorher war das halt einfach eine Menge von Keywords. Jetzt ist eine Abbildung von den Namen auf den Markup. Und dann klemme ich das hier rein und dann habe ich sozusagen schon Farbe in dem Ganzen. Und zwar semantisch richtig. Also nicht, wo irgendeine Regular Expression versucht zu raten, was die Struktur der Sprache ist, sondern wo der Lexer selber von sich aus sagt, ja, das sind jetzt die Keywords. Und dann haben wir das in der IDE. Und dann mache ich hier sogar noch Completion Suppressed. Das heißt, wenn ich ein Keyword erkannt habe, wird die IDE nicht versuchen, diesen Identifier zu verlängern durch Completion oder so. Dass ich Completion ausschließe, wenn ich ein Keyword habe. Hier gibt es noch so String-Literale. Und dann habe ich so Antiquotations eingebettet gehabt in dem Ganzen. Ja, das sieht man, du programmierst mehr so wie in einem Lisp, in einem getypten Lisp. Dass ganz genau. Dass du keine Typ-Signaturen irgendwo hinschreibst, sondern ganz genau. Den Typen, Funktionen mit den Typen benennst. Ja. Und den Typchecker im Hintergrund machen lässt. ML ist ein typisiertes Lisp und ich habe das auch vor 20 Jahren so erkannt und dann immer stärker kultiviert. Also man muss nicht übertreiben mit der Typisierung. Typisierung hat eine dienende Funktion, keine herrschende Funktion. Es soll dazu dienen, dass wir das Refactoring machen können. Man arbeitet so, dass also Typfehler dann mit Semantikfehlern weitgehend korrelieren. Und man macht sich möglichst wenig Stress. Das soll möglichst kurz und knapp da stehen.
ohne Firlefanz und so weiter. Also kein Java-Firlefanz und keinen anderen Firlefanz. Ich habe aber gemerkt, dass je mehr ich zumindest auf den einen, wo es irgendwie ein leichter Schritt ist, auf Typ-Ebene zu gehen, dass je eingeschränkter die Eingaben sind, desto einfacher werden die Implementierungen. Also an Stellen, wo ich früher Listen verwendet habe, verwende ich jetzt standardmäßig DOM-MT, also die nicht leere Liste. Mhm. Mhm. Einfach weil dann die Eingabe um einen Fall reduziert wird und ich dann nie mehr an die Verlegenheit komme, dass ich irgendwo Checks machen muss, wo ich dann irgendwie das sollte nicht passieren, Fall habe. Das ist sowieso schlecht, wenn man dann so Pattern Matching oder was hat und dann schreibt man einen Kommentar in This should not happen. Also das sollte eine Exception zumindest das heißt sein. Ja, das heißt ja, dass deine Eingabe, dein Typ, der reinkommt, zu viele Werte hat. Mhm. Also dass da noch irgendeine Abstraktionslayer fehlt oder Werte rausgenommen werden sollten. Aber da kommen wir wirklich zum Kern der hohen Kunst der funktionalen Programmierung, dass man so spielt und das möglichst klar fasst, worüber reden wir eigentlich, das ist eine Darstellung, eine Typung. Und es darf nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Und ich mache ständig welche, also es gibt ja so Hardcore Haskell-Leute, die sehr emphatisch dann sehr starke Typisierung fordern und da bin ich viel zu soft eigentlich für das. Aber ich arbeite halt so, dass es von der Entwicklung und von der Maintenance möglichst und vom Verständnis her. Also darauf optimiere ich seit vielen Jahrzehnten. Und das ist idiomatischer, das ist ganz typisch hier für meinen Stil, wie ich arbeite hier das Ganze. Es ist sehr, sehr kompakt und so. Und wir haben sozusagen den PIDA-Aspekt hier und dann diese Tabelle, wo wir die Markups für die Keywords reingeklemmt haben. Und dann tun wir rekursiv, weil wir eingebettete Sprachen, also Domain-Specific Formal Languages, habe ich vorhin gesagt, in der Implementierung heißt es, ich habe da ein anderes Modul, was eine andere Sprache implementiert. Also die Antiquotations sind hier drüben und die habe ich als ein eigenes Konzept. Und dann gibt es auch eine Report-Operation, also hier sind die Antiquotations. Antiquotations within plain text. Und dann wird der Report für das hier uniform erzeugt. Also hier ist ein Kontrollsymbol. Das hat hier nur so ein Range. Das ist dann also antiquoted. Start, Stopp, das sind so diese Klammern gewesen und so. Das wird hier, kriegt einen formalen Status. Das ist der PIDA-Aspekt der Antiquotations. Und hier sind die Parser-Kombinatoren, um das zu erkennen. Da waren also dieser Add hier und so weiter. Und Kontrollsymbol. Und dann Infix-Funktionen machen. And also. Das gehört zu ML. Also and also ist das normale und or else ist das normale oder. Mhm. Das haben die ML-Designer vor vielen Jahrzehnten als so eine Gegenbewegung zu C gemacht, wo das so irgendwie so ein bisschen so, das ist auch didaktisch so, also ich meine, so mit diesen und oder zwei und das hat semantisch ja eine völlig andere Bedeutung und das hat denen nicht gefallen und die haben das so eine Gegenbewegung gemacht. Wir nennen das jetzt ganz anders und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also dass man auch diese sequentielle Semantik da drin hat, das wollten die hervorheben damals, 80er Jahren. Also die ML-Syntax ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da gab es noch keinen Jack, der ist jetzt veraltet, haben wir jetzt gelernt, gell? Dank Marker. wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei der RHEL-Implementierung, wir waren bei der RHEL-Anwendung, genau. Und dann, also wir haben jetzt das ein bisschen gesehen, wie das war jetzt für die Tokensprache. Und hier sind zwei Sachen, die passieren. Da wird tokenisiert. Tox gleich. Hier war das. Also da haben wir den Tokenizer und der liefert dann diesen Report über die Tokens. Und dann mache ich noch ein Parse-Tree. Das ist relativ selten. Also ich mache oft gar keine Parse-Trees, sondern ich eliminiere die gleich semantisch. Aber hier wird tatsächlich ein Parse-Tree aufgebaut. Also diese Rules. Das sind ja so Grammatikregeln, die da durch die Diagramme dargestellt werden. Also da kommen dann die Rules raus. Und dann wird also aus diesen Trees sind, die Rules sind solche Trees, wird dann auch so ein Report erzeugt. Hier ist das. Also das sind die Operatoren, das ist Konkatenation, wenn also die Diagramme nebeneinander stehen und dann ist der Bar, das ist der Oder-Strich und dann ist dieser Klini-Stern oder das ist Klini-Plus oder so ein Maybe, das ist so ein Fragezeichen. Kann so ein New Line in Diagramm sein, wo dann im Schriftsatz einfach ein Zeilenumbruch gemacht wird. Non-Terminal ist so ein Nicht-Terminal-Symbol, was einen Fontstil bekommt und Terminal hat einen anderen Fontstil und Antiquote ist eine semantische Einbettung. Also all das, da mache ich einfach Reports draus
Und immer wenn ich sowas sehe, also hier an der Stelle machen wir nur Sub-Expressions. Also da gibt es so ein Expression-Markup hier. Und da könnte ich noch sagen, welche Art von Expression das ist als ein Text. Das mache ich hier nicht. Also das ist nur Expression. Also ich gehe einmal durch meinen Datentyp durch. Also das ist der PIDE-Anteil hier. Ich muss sozusagen einmal durchgehen und sagen, naja, das sind die Sub-Expressions mit den folgenden Positionen. Und dann habe ich meinen Parser ergänzt um das, um den Aspekt. Also ich musste halt mein Parstree, hier ist das, überall hier Range dazu machen. Ist ein bisschen hässlich. Das könnte man jetzt... Wenn es überall drin ist, kann man es ja rausziehen. Ja, ja. Das habe ich da unterlassen. Also sonst mache ich sowas ähnliches. Vorhin habe ich so einen sehr kompakten Datentyp. Das ist sehr ärgerlich, wenn irgendwann noch was dazu käme und dann braucht es keinen Range und dann muss wieder reinziehen. Mhm. Also hier habe ich jetzt nicht diese Kompaktifizierung, die wir bei den Tokens gesehen haben, weil es auch rekursiv darüber geht und so. Da habe ich das wirklich nur aggregiert auf eine naive Weise. Das ist vielleicht, das soll auch irgendwie zeigen, wie man sowas macht. Also das ist dann relativ simpel. Da gibt es jetzt den neuen heißen Scheiß, dass man nicht die Rekursion da gleich schließt, sondern die offen hält. Und dann darüber wieder Kombinatoren bauen kann. Da haben wir in ML auch eine sehr eingeschränkte Sprache. Zum Glück, also da kann man, ML ist ja sehr gut abgehangen, da kann man sehr wenig heißen Scheiß machen. Da kann man nicht sagen, fix von Nee, ja, nix, Zeit, gar nichts, gar nichts. Eier keine, gibt's hier überhaupt nicht. Es ist ein relativ schlichte Data Types. Achso, ich habe dann demonstriert, dass man das in geunitypen Sprachen sehr gut bauen kann. Auch wenn man danach keine Ahnung mehr hat, was man gerade. Also hier investiere ich lieber ein bisschen Text. Also es ist schon um ein Drittel länger geworden, das Modul insgesamt. Aber dann ist eigentlich klar, wie man das macht. Und es soll ja auch irgendwie eine Vorgabe sein für jemanden, der jetzt in dem L nicht besonders flüssig ist und so, wo man sagt, okay, ich verstehe, hier ist ein Datentyp und den hast du in Position angereichert und dann weißt du ja als Parser, was die Struktur ist und dann gibst du das halt raus als Report. Diese Reports gehen dann immer über so eine Report-Mess. Hier sind die Parser-Kombinatoren, um das zu parsen. Da habe ich halt diesen Range-Kombinator reingeklemmt, der dann von der Eingabe den Range sozusagen ausrechnet und so und dann ist das relativ schlicht eigentlich. Also hier ist dann insgesamt der Parser, der also die Tokensprache, die hatten wir schon, und daraus dann das macht und das alles mit Fehlerbehandlung schön und so weiter. Und dann haben wir für diese Sprache also alles in einem Modul implementiert und dann kann man das als Beispiel hernehmen und dann habe ich die Hoffnung, dass sozusagen Leute das nachbauen können für ihre Sprachen. Also hier ist jetzt diese Antiquotation eingebettet. Das ist nicht besonders spannend, dass dann ein paar Varianten da wirklich. Ich muss selber schauen, was ich hier machen kann als Antiquotations. Das ist auch keine Abstraktion über Antiquotations, sondern einfach jedes Modul, was welche braucht, implementiert sich selber ihr eigenes Antiquotation-Modul und einen eigenen Parser und wandelt es dann halt in die spezifischen Datenstrukturen um. Das ist eine sehr scharfsinnige Beobachtung. Ich abstrahiere nicht explizit darüber, dass du Antiquotations verwenden kannst. Ich stelle einfach ein Antiquotation-Modul bereit. Wenn du das verwendest, partizipierst du automatisch mit dem einen Konzept der Antiquotations. Wenn du es ignorierst und andere Implementierungen machst, hast du ein anderes. Aber es gibt schon eins, mit dem man quasi seine Antiquotations, so eine Hilfs-Library, mit der man... Die haben wir da, die war hier. Also da gibt es hier das wird hier verwendet. Also war sowohl Comment als auch Antiquote wurde hier verwendet. Hier. Also dieser Rail sagt, ich möchte das verwenden, also bette ich das bei mir ein. Was macht das? Gibt ihr das dann für Kombinatoren oder so? Also. Das ist eine spannende DSL-Router dann wahrscheinlich. Ja, also das ist. Die Antiquotation-Sprache ist tatsächlich wieder so eine Domain-Specific Language und dieses Modul implementiert das halt. Das heißt, das Modul stellt ein paar Typen bereit, was Antiquotations sind in ML. Das ist hier. Da waren ja auch diese Kontrollsymbole, die habe ich da abstrakt gezeigt. Und dann halt hier Parser-Kombinatoren, um das in dem normalen Eingabestrom, den du normalerweise hast, zu erkennen. Und dann halt auch Reports, um das der IDE rauszugeben und so. Also da haben wir sozusagen die Rail-Sprache, die Antiquot-Sprache verwendet, und diese Comment-Sprache hat sich verwendet. Die Signatur, kann man da auch eigene Implementierungen dann bauen, die Signatur? Also, eine Signatur ist ein Typ für ein Modul und du könntest jetzt
Aber das mache ich nicht. Also ich verwende Signaturen als Inhaltsverzeichnis für ein Modul. Das ist das, was ich rausgeben möchte. Und das hier, also die Disziplin ist, das ist ein Dokument, das ist Table of Contents. Hier ist sichergestellt, dass da nichts anderes außer dem Table of Contents entweicht aus dem Modul. Und dafür wird es verwendet. Wir machen da jetzt nicht abstrakte Konzepte, die wir mal so oder mal so implementieren. Das ist ganz selten, dass da auch Funktoren, was so Funktionen auf Modulebene sind, das machen wir ganz, ganz selten. Also es ist wirklich nur typisiertes Lisp mit ein bisschen Modulsystem drüber. Und dann liegen die Module zufälligerweise rum und wenn du die verwendest, dann partizipierst du genau in dem Konzept. Und ich muss nicht sagen, da ja, das ist ein Ding, da kannst du das einsetzen oder so. Es fliegt einfach rum und wenn ich es verwende, dann habe ich es verwendet. Da muss ich kein Lambda drüber setzen, da, dass ich da das verwenden kann. Also hier waren die formalen Kommentare vorhin. Da habe ich doch auf dem Slide gesagt, ja, Comment Cancel artig. Also hier ist das genau. Dann gibt es halt die Tabelle, welche Arten von formalen Kommentaren gibt es denn? Naja, also mit dem Comment-Symbol hier Language Document, mit dem Cancel Language Text, mit dem Latig Language Latig hier. Also das ist alles. Und dann tue ich das so ein bisschen rum und dann sind hier die Scanner-Kombinatoren, um das zu erkennen hier und dann, das war's. Das sind die Formel Comments. Das ist also nicht viel länger als das, was ich in der Präsentation erzählt habe. Und das ist alles wirklich idiomatisches IsabelleML, was wir hier sehen. So arbeitet man da. Das ist so genau auf den Kern gebracht, das Ganze. Und dann kann ich diesen Aspekt typisiert in die anderen Teilsprachen einfach verwenden. Dann. Ja, ich denke, was wir brauchen, auch dieses Finale, auf diese Form zu kommen. Auf die Formel kommt? Oder? Also auf diese, dass es so konzise ist. Dass man da irgendwie eine Handvoll Kombinatoren hat, die man drauf benutzen kann. Meinst du jetzt konkret sowas wie das Comment-Modul? Wie ist diese Signatur quasi entstanden? Die Comment-Signatur hier? Ja. Also die ist entstanden, sag mal, das habe ich ja vor ein paar Monaten erst gemacht. Und das mache ich immer durch so eine... Also es ist halt so ein Suchprozess. Also ich setze mich da nicht hin und sage, so, spezifiziere ich, was ich haben möchte. Sondern ich habe erst so wild rumgebastelt, also da war ja vorher auch schon irgendein Kommentarkonzept, dann fange ich das an zu ad hoc auf Lisp-Art zu verallgemeinern und dann fällt mir irgendwie beim Mittagessen nach zwei Tagen ein, naja, also das hier überall so ein bisschen Code aggregieren, das ist ja jetzt nicht toll, jetzt machen wir halt ein eigenes Modul, machen einen eigenen Datentyp und so weiter und abstrahieren das. Also man macht eine Emergenz aus drei Beispielen. Also man merkt einfach, wenn man überall ad hoc ein bisschen Code ranschreibt, ist es besser, jetzt einen Datentyp zu machen, der hier diese Kinds genau unterscheidet und in dem Modul diese Scanner genau unterscheidet. Es ist einfach so von der Beobachtung her und über die Jahrzehnte habe ich das halt so intuitiv drin. Und es war auch, also weil du fragtest, wie ich darauf gekommen bin, also da war irgendein Zusammenhang. Ich hatte dann mit, was war denn das? Da hatten wir über Artificial Intelligence gesprochen beim Mittagessen und hier auch in unserem anderen Diskussionskreis da und so. Und da war ja die These, dass man aus sehr, sehr aus Big Data und so dann da könne man nur durch Data Science dann irgendwie verstehen, also maschinelles Verstehen. Also du hast Millionen von Beispielen und du hast Artificial Intelligence und dann versteht die Software und dann ist diese Emergenz von einem Wissen oder sowas da. Uninspizierbare AIs, die auf unstrukturierten Daten arbeiten und dann irgendwie magisch strukturierte Ergebnisse erzeugen. Ja. Aber wir kennen ja diese, also die Grundthese der Big Data Leute ist doch aus der Masse, aus diesem Sumpf der Masse emerged dann da so irgendwie eine neue Struktur. Und dann habe ich mir irgendwann auf dem Fahrrad danach gedacht, ja, so ein Schmarrn. Und ich habe hier eine Emergenz aus drei Beispielen gemacht. Also das beantwortet deine Frage. Also aber das ist ganz typisch für Isabel arbeiten. Und beim nächsten Mal kann ich dann, wenn ich also dann noch zwei weitere brauche, verlängere ich einfach die Tabelle. Und ich habe jetzt da kein Monaden-Framework drüber gelegt, um das erweitern zu können. Ich editiere an der Stelle dann halt die zwei weiteren Formel-Comments ein einfach. Und das ist ganz typisch, dass ich so arbeite, also so verschiedene Ebenen, die zunächst mal nichts miteinander zu tun haben, plötzlich. Also ich war mir völlig bewusst, dass ich da eine Emergenz gerade mache in dem Moment. Und das habe ich dann deswegen auch so nochmal weitergetrieben da. Um zu illustrieren, dass diese Big Data These Bullshit ist auch. Also das ist meine Art, um mich über die Welt lustig zu machen, sozusagen, oder an der Welt zu erfreuen. So kann man es auch sagen.
So, jetzt sind wir irgendwie abgeschweift, aber ihr habt ein bisschen Eindruck bekommen, wie diese Sachen auch dann implementiert sind. Also es ist ja alles aus einem Guss letztendlich. Und du wolltest wissen, wie lange das dauert. Ich meine, es ist ja auch noch nicht fertig, also es ist ja nicht final. Also bei Isabel ist nichts final. Das ist ein Entwicklungsprozess, ein Denkprozess und im Laufe der Jahre. Wie ist mit den Antiquotations, wie lange hast du gebraucht, bis du irgendwie das Konzept raus hattest, dass wir Antiquotations haben und also das so und so bauen können? Die Form, die habe ich vor 18 Jahren gemacht. Das war eigentlich klar und da habe ich einfach Lisp hier. Das ist also hier so eine S-Expression eigentlich. Und ich habe das notationell einfach, also hier habe ich was ausgesucht, was in LaTeX höchstwahrscheinlich nicht in Konflikte gerät. Also ich wollte innerhalb von LaTeX einen Term reinschreiben. Das war eigentlich die Motivation vor 18 Jahren oder vor 19 Jahren. Und dann, ich war ja auch in Lisp, in Scheme war ich ziemlich fit da damals. Ich kannte das. Also das sollte so eine Art S-Expression mit Notation sein. Und ich habe hier, das hat sich so einigermaßen bewährt. Da gibt es nur, wenn du eine Table machst oder Tabular, dann gibt es eine Stelle, wo du diese Notation haben kannst. Du darfst aber in LaTeX einen Space reinschreiben. Das. Und die Formen hier unten, also dann weichst du halt aus. Wir hatten damals nur ASCII. Also du musst halt in ASCII-Art was finden, was höchstwahrscheinlich jemand nicht braucht. Und ich hatte fast recht, also nur diese eine Stelle, dass du in Table darfst du mit dem Add und den geschweiften Klammern dann, da darfst du so viel Raum, so viel weißen Zwischenraum einfügen. Und da ist ein Space erlaubt und dadurch geht das Problem weg. Diese Formen hier unten sind relativ jung, die habe ich erst vor einem Jahr oder so eingeführt. Und das war halt, vor zwei Jahren, da habe ich halt eine Präsentation gemacht, also wie hier, und da habe ich gemeint, ach, das schaut doch blöd aus und so, das können wir doch heutzutage besser und die IDE kann das doch eigentlich besser darstellen. Und dann habe ich mir das scharf angeschaut und so, okay, Cartouche ist jetzt ziemlich gut eingeführt. Das habe ich vor ein paar Jahren in Frankreich eingeführt, dass hier eine Cartouche stehen darf. Also meistens haben wir doch eh eine Kartusche und Kontrollsymbole haben wir doch auch und das ist doch ein Operator und so. Also diese Ideen waren dann sehr naheliegend, also das habe ich dann so ergänzt. Und dass man das dann visuell hier mit diesem Bold Italic machen kann, hier dieses Bold Italic, was vor 1,5 Stunden die Frage aufgeworfen hat, was denn das sei. Da habe ich gedacht, also komm, das schaut doch bescheuert aus und so, wir können das doch besser. Und Bold Italic ist in JLit unbenutzt. Also und ich habe doch den Token-Marker schon und so. Und dann kombiniere ich halt Sachen, die zunächst überhaupt nichts zu tun haben. Das sind wir wieder bei natürlicher Intelligenz versus AI-Blödsinn. Und dann macht man fast nichts und kriegt was Schönes raus. Das ist so Isabel-Ansatz eigentlich. Und das wächst halt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Aber es schrumpft sich auch wieder zusammen, dass man wieder... Dass man Müll wieder entsorgt, gell? Dass man sagt, das brauchen wir nicht mehr. Wir machen jetzt überall Cartouche, wir brauchen andere witzige Sonderquotes nicht mehr. So. Also es gab ja zu der Notation noch hier so ein geschweifte Klammer Stern. Die werde ich irgendwann verschrotten demnächst. Kennen einige Leute noch. So, genau, wir haben jetzt also hier die... Da waren wir bei Pile, dann waren wir bei dem Rail. Das haben wir alles verstanden, gell? Also was hier alles drin steckt, oder? Wie man das macht. Wir haben über das Backend gesprochen, nicht über das Frontend, aber haben alle verstanden, wie man sozusagen diese, wie man das implementiert auch. Ja, okay. Was kommt denn hier danach noch? Da kommt das Pile Document Structure. Also die Scala-Seite von dem Ganzen passiert ja innerhalb von JEdit. Also um so ein graues Rechteck zu bekommen, das ist ja auch so ein kognitiver Trick eigentlich nur. Also man denkt an Sub-Expressions, aber in Wirklichkeit malt man nur Rechtecke da an der Stelle. Ist Scala auch so gut integriert in die Idee? Nee, überhaupt nicht. Also Scala-Programmierung mache ich weiterhin so hier einfach im Texteditor und vielleicht mache ich das jetzt wirklich mit IntelliJ mal. Ich muss mal das Projekt richtig verschrauben. Warum? Da. Weil es zu komplex ist, es einzubinden? Ich habe es zweimal durchaus versucht und irgendwie, ja, es war viel Zusatzarbeit, wo mir nicht ganz klar war, warum ich das machen sollte, aber ich habe jetzt vorletzte Woche mit IntelliJ nochmal sehr erfolgreich gearbeitet und es hat mich jetzt motiviert, dass ich vielleicht demnächst doch ein SBT-Projekt aufsetze, aber ich möchte da nicht mit SBT anfangen, das ist eine gewisse Gefahr. Also vielleicht mache ich einfach irgendein Tool, was
direkt ein IntelliJ-Projekt ausspuckt. Die haben teilweise, also SBT ist ja auch so ein bisschen, wenn du eine Technologie hast, wie viel dient die, wie viel herrscht die? Also was ist die Nutzlast? Was bringt wirklich was und was ist Trägersystem? Und bei SBT scheint mir die Nutzlast 20% zu sein, was relativ viel ist für solche Bullshit-Technologie. Und richtig moderne Systeme haben 5% Nutzlast. Und ich möchte halt so, sagen wir mal, 60% Nutzlast haben eigentlich. Was heißt Nutzlast? Also das, was mir wirklich was bringt, wo ich nicht Aufwand treibe, nur um mich zu... nur um cool zu sein oder um das zu machen, was alle anderen machen. Also es ist sehr viel generischer als ein Bildtool. Es gibt hier ein Task Framework, glaube ich. Ja. Ich habe es Scala Bildtool, also. Ich habe es mal benutzt, weil ich weiß nicht. Also, das hat letzte Woche mich durchaus überzeugt. Ich weiß nicht, ob ich es verwenden werde, aber IntelliJ hat mich schon überzeugt. Das ist super eigentlich jetzt. Und wenn ich jetzt hier meine Scala-Sachen in IntelliJ machen könnte, noch besser wäre es, wenn ich es in PIDE machen könnte. Aber da ist der Scala-Compiler zu unzugänglich. Ich müsste den integrieren irgendwie. Also Scala mache ich wirklich im Texteditor. Und wir wollten wissen, wo man dieses Rechteck malt. Gell? Du wolltest es. Also wir waren jetzt bei Rail, bei den Sub-Expressions hier. Und hier ist eine Sub-Expression, also diese hier, wo man das malt, oder? Dieses graue Rechteck. Sollen wir das anschauen? Ja. Dann muss ich es erstmal rumsuchen. Also Source Tools Jaded Source. Also das sind die Scala-Sourcen von dem Frontend. Und das ist ein kleiner Teil von den tatsächlichen, also das sind vielleicht 10% der Gesamt-Scala-Sourcen. Und da muss irgendwo ein Rendering sein. Ich suche jetzt mal nach. Hier gibt es sehr viele Farben. Und da ist, glaube ich, eine Expression-Farbe, wenn ich mich recht erinnere. So. Wir machen es anders. Wir haben doch da gesehen, wo wir das Markup Expression ausgegeben haben, um einen Teilex-Ausdruck zu markieren als ein Teil, also Sub-Expression. Das war hier. Hier wurde Markup Expression verwendet. Jetzt springen wir rüber auf Scala. Und da gibt es also den gleichen Namen. Also ich habe da jetzt kein formales Framework, um diese beiden Sprachen irgendwie zu verbinden. Dann liegen die Module nebeneinander. Die String-Konstante Expression in dem L steht hier nochmal in Scala. Und dann gehe ich auf beiden Seiten nur über das Modul. Dann bin ich typisiert und statisch gescoped. Also hier haben wir das Expression-Konzept in Scala. Und jetzt schauen wir, wo das verwendet wird. Per Induktion über die Sourcen. Das heißt, ich mache einen Hypersearch über alle Scala-Sourcen. Und ich weiß meine Namenskonvention und da mache ich auch keinen Open oder Import auf diesen Modulnamen. Das heißt, Markup Expressions sind die einzigen Vorkommen. Also hier ist irgendwas mit Tooltip. Wenn Expression ist, kriege ich einen Tooltip. Da war ja so ein Tooltip, dass das eine Expression ist. Das hier, was ist das hier? Tooltip, das ist das gleiche. Und hier beim Rendering gibt es so ein Highlight Elements. Also da waren zwei Aspekte in der GUI bei dem Expression Markup. Das zeige ich Ihnen nochmal im Beispiel. Also wenn ich auf die Expression gehe, kriege ich diese rechteckige Kiste über den Text und ich kriege da ein Tooltip, wenn ich also nicht so zappel mit der Maus hier. Hier, gell, dieser Tooltip, diese zwei Sachen. Und das sehen wir sozusagen, wo das da, also der Markup landet in so einem Markup-Tree, also das ist dieses formale Dokumentmodell, das sind einfach Elementname mit Property-List und das interpretiert die GUI und diese Interpretation nennt sich Rendering. Hier ist so ein Rendering-Modul. Also der Markup, das ist eine willkürliche Festlegung gewesen, rein technisch ist es ein XML-Element. Das hast du einfach festgelegt. Das kam aus der Diskussion mit den Kollegen raus und damals war XML auch noch ein bisschen beliebter. Ich war da auch sehr reserviert und so. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, also
das ist sowieso wie Lisp, also da ist ein Symbol und eine Property-List dran. Die alternative S-Expressions zu der Zeitpunkt wahrscheinlich. Das habe ich auch tatsächlich mal so in einem Dokument geschrieben, wenn uns das XML zu blöd wird, dann machen wir S-Expressions. Und dann, der Grund, warum ich bei XML geblieben bin, ist ganz einfach. Ich habe nämlich diese YXML-Notation dann eingeführt, die also sämtliche komischen Escape-Regeln von XML vermeidet. Und dann habe ich gesagt, okay, so kann man das gebrauchen. Und dann hier Name mit Property-List ist als Konzept in Ordnung. Und ich habe es dann später verallgemeinert, da darf wirklich ein ganzes Element stehen. Das heißt, dass nicht nur der Knoten mit Name Property-List, sondern auch der Body, also du kannst eine ganze Message, eine formatierte Message da an die Stelle klemmen und die wird dann wirklich da dann geprintet auch und so. Also wir können das hier sehen, hier in dem Sidekick, wenn ich da auf Markup gehe, sehe ich diese Bäume. Und jetzt können wir also an die Stelle hier gehen. Und da muss ich jetzt hier, das sehen wir gleich, ich gehe mal Find Serums, ich muss hier auf Markup gehen, so, und der Sidekick springt ja von alleine an die richtige Stelle. Ist ein bisschen ambitioniert, in dem großen Dokument das zu machen. Der müsste eigentlich, warum scrollt der nicht dahin? Ich mache das mal so, dass ich das darüber kopiere in das kleine Dokument, dann finden wir das leichter. Scratch. Dann mache ich hier Text. Dann mache ich das Rail. Jetzt sehen wir, dass das Syntax hier nicht bekannt ist. Das heißt eine Antiquotation, die war da, das mache ich jetzt informell, dass ich da einfach den Namen so. Also die Antiquotation stammte aus dem anderen formalen Kontext, die war da für das Dokument definiert, was ich Syntaxnamen so einführen kann. So, da haben wir jetzt das hier und jetzt will ich wissen, was der Markt dazu ist. Dann gehen wir da an die Stelle, jetzt sehen wir das auch gleich. Und jetzt wird es so zerhackt, dass jedes Textfragment kann so ein Markup-Element drüber haben. Das ist so ein XML-Element. Und wenn wir jetzt zum Beispiel da hier diese Sache... Das wäre jetzt diese Expression hier. Also hier sehen wir, dass da ein Expression-Element drüber liegt. Da können auch mehrere Sachen sein. Also hier, genau, Inner String und Expression. Also das Ding nennt sich Inner String hier, so ein Single-Quoted String. Inner heißt, dass der eingebettet ist irgendwo. Genau, und da war so Keyword. Gell? Also das hatten wir, da war dieses No-Completion. Das haben wir, wenn ihr euch noch erinnert, da war für ein Keyword wurden diese beiden Reports erzeugt. Das landet einfach in dem, also die Source ist überlagert mit solchen XML-Elementen an. Und dann kann ich fragen, gib mir mal in dem Textintervall die XML-Elemente. Und das kann ich fürs Rendering dann benutzen. Das ist so ein Plugin, was JLIT, so ein Standard-Plugin, das ist sehr wichtig, das benutzen sehr viele Leute da. Und das benutze ich hier einfach. Also kannst du Trees halt machen. Du machst jetzt halt eine Metainformation zu deinem Text anzuzeigen. Ja, also bei Sidekick kannst du halt zu Textintervalle mit Positionen in dem Baum irgendwie, den du selber baust, in Beziehung setzen. Und der Baum normalerweise ist einfach der Baum, der diese Section-Struktur darstellt. Hier also Section A, Subsection B und so, genau. Also das ist der Parser Isabel hier, wenn ich da sage Parse, das ist also nicht so dynamisch, dann kriege ich diese Baumstruktur. Wenn ich einen anderen Parser nehme, Markup, kriege ich diesen Markup-Tree, der da implizit unten drunter liegt. Also das ist denn das alles Verhastenkürzel oder Verhastenkürzel wahr? Also kann ich für dieses, dass der jetzt neu passt, gibt es da ja auch Verhastenkürzel oder kann ich als definiert, wenn ich das möchte? Das nennt sich Action in JEdit und da müsste man schauen, hier, wenn ich jetzt Control Return mache, sehe ich die zuletzt verwendeten Actions. Und es beweist, dass das hier keine Action ist. Da hat jemand sozusagen keine Action, also der Plugin-Autor müsste das machen. Meistens, sagen wir mal, in ungefähr 50% der Fälle sind da tatsächlich Actions. Ich habe ja sogar ein eigenes Action-Plugin, eine Antiquotation hier. Also hier kannst du den Action-Namensraum des Editors einbetten und dann kannst du, naja, ich meine, wenn du einen Kurs machst oder Kursunterlagen für das, dann sagst du, ja, um jetzt hier das Window zu öffnen,
ruf mal folgende Action auf. Dann schreibe ich die in mein Dokument rein, dann ist es gecheckt. Also die Implementierung, also kann ich die About-Action zum Beispiel hier reinmachen und die gibt dann halt aus, so ein Text, also da ist der Markup halt dann diese formatierte Message. Die formatierte Message kann jetzt hier so ein aktives Element enthalten und wenn ich da draufklicke, wird er die Action ausführen. Ja, das können wir jetzt ja anschauen, nach dem, was wir schon gelernt haben. Das ist total einfach. Das ist alles nur so, wie gesagt, also ich mache mich nicht über die Welt lustig, ich erfreue mich an der Welt. Es ist einfach, also meine Art von formalem Humor. Man denkt halt lang genug nach über verschiedene Sachen und kombiniert die dann. Und das ist das Modul, was das implementiert letztendlich auf der ML-Seite. Also hier ist diese Anti-Quotation und dann habe ich wieder hier, das wandelt sich im Laufe der Jahre immer. Also embedded ist es die moderne Form, also eine eingebettete Sprache, eine Cartouche, parse ich hier. So, also die Anti-Quotation parst eine Cartouche mit ihrer Position. Jetzt steht halt da der Action-Name. Ja, also da hat jemand Action, bla. Und ich habe sogar, um den Humor sozusagen, ich lege Wert auf diese Fine Points. Also die hat, hier gibt es einen Glyph. Den habe ich hier auf dem Rechner keine Tastenkombination, also muss ich das per Hand hier. So, das ist die gerenderte Notation. Ich kann sozusagen im Text hier diesen Finger, den erkennt man den auf dem Screen da? Also das ist so ein Oldschool Finger da. Und dann kann ich sozusagen. Das erinnert mich an dieses Modularsystem. This is the J. Ja, das sind alte Ideen, das sind Oldschool-Ideen, die gehen zurück auf Smalltalk, glaube ich. Dass man halt Text in den Editor schreibt und dann kannst du in die Seite, einfach Text in die Seite schreiben und dann wird es ein Befehl. Und wenn du draufklickst, wieder raus, mit dem Kommando klickst, dann macht den Fato in dieser Smalltalk-Idee wahrscheinlich auch. Dann wird der als Befehl ausgeführt und der wird dann halt im globalen Namespace implementiert. Also, wir verfolgen nochmal. Das ist quasi was sogar noch irgendwie. Wir verfolgen das hier nochmal. Also hier ist die Anti-Quotation-Implementierung, also der Setup hier, das ist einfach Verbatim. Also in LaTeX, die Semantik, da wird dann die in Verbatim diese Action eingesetzt. Das am Ende. Wird dann jedes Mal pro Buchstabendruck aufgerufen. Das ist eine andere Frage. Also der Editor produziert Edits. Die streamen wir an diese PIDE-Infrastruktur. Und das machen wir mit so, da gibt es so Timeouts. Also alle 100 Millisekunden werden so die aktuell. Die Bouncer dazwischen, die das dann nicht Ja, das ist ganz wichtig. Als ich da anfing, da habe ich einfach sofort alles geschickt und dann verheizt du da und ist total langsam. Also du musst in deiner Game Engine so Delays drin haben. Das ist klar. Das habe ich am Anfang nicht gewusst. Das ist halt ein eventbasiertes System, was halt ein Callbacks auch. In dem Fall Setup setzt quasi einen Hook und der wird dann vom Call, der ist dann Callback, der wird dann. Also Callback im Sinne von einem Lambda, eine Funktion, die dann jedes Mal von der Engine aufgerufen wird, wenn also etwas passiert. Hier der Editor, der hat halt so ein, wie nennt sich das? Das ist halt Java, also da gibt es halt so Händler. Da gibt es halt so Händler für, da kriegst du Edits. Du liest die mit. Und diese Edits formalisiere ich als einen Datentyp, das ist ein anderes Thema. Da können wir, weißt du, schon, das ist eine spannende. Du musst eine Liste irgendwie mutieren, die dann diese Händler, dieses Setup hat, dann die also immer wenn ich ein GUI-Event mithöre, puffer ich das. Und wenn dann der Timeout kommt, das also ja. Zeitintervall, dann nehme ich alles, was da war, und mache daraus einen formalen Edit und gibt es der PIDE. Das und ist ein eventbasiertes System. Der Editor ist ganz klassische Eventphysik und daraus mache ich PIDE-Mathematik. Ja. Und das ist aber ein eigenes Thema. Also wir verfolgen mal schnell das Action hier. Also diese Action passt sich hier und dann haben wir den Namen mit der Position. Das ist die Action, da stand halt About an der Position. Dann sagt er hier, also Position is reported, das ist so eine formale Sache, okay, Check Action. Check ist so eine Terminologie, gibt ihm einen formalen Status. Check Action mit dem Namen. Und jetzt habe ich hier All Actions. Das schauen wir uns gleich an. Also wenn das bekannt ist, das Check ist immer zweiteilig. Ich möchte dem Namen einen formalen Status geben. Wenn der bekannt ist, sage ich, okay, das ist Folgendes. Wenn es nicht bekannt ist, sage ich, nee, das kenne ich nicht, aber ich kenne andere Sachen. Und dann kann die Completion das nachher dem User anbieten. Also das ist meistens dieser Fehlerfall komplexer hier. Also das ist der gute Fall, wir kennen die Action. Und wenn ich sie kenne... zurück oder für die Seiteneffekte aus? Also die Action, also ich checke das und sage, okay, das ist richtig und ich mache einen Broadcast, nämlich diesen Report. Aber hier mache ich einen WhiteLN. Also
die erfolgreich gecheckte Action gibt eine Message aus, die sagt, wenn du hier draufklickst, wird die Action ausgeführt. Da wird nicht sofort was gemacht. Das ist aber nicht irgendwie Konsole, sondern... Das WhiteLN war mal Konsole und das habe ich halt da gehijackt und halt eine PIDE-Variante daraus gemacht. Also das ist das WhiteLN. Also der gibt diese formatierte Message aus und die Message enthält halt so einen Button hier. Und er sagt halt invoke about und dann wird das gemacht. Und in der Message kann da wieder irgendwie ein Anti-Code stehen oder so? Oder ist da beschränkt? Da kann formaler Markup drinstehen, der eine bestimmte Bedeutung hat und darum funktioniert es auch. Also wir waren jetzt, an welcher Stelle waren wir? Wir waren hier bei der Implementierung von dem About. Also gehen wir mal ganz kurz durch. Also Parser-Kombinatoren und so, also ist der Wrapper eine Anti-Quotation, die verbatim lattig macht, dann ist hier der Parser. Dann haben wir hier den Message-Namen, dann checken wir das. Und jetzt haben wir die zwei Fälle. Also wir müssen erstmal All Actions hier rausfinden. All Actions, das mache ich hier lazy. Also beim ersten Mal. Und dann mache ich hier einfach... hier ein Bash hier und da sieht man, dass hier noch nicht diese Quotierungsoperation verwendet wurde. Also es ist old school hier, also unzip. Also ein jar ist ja eigentlich ein zip-File. Ah. Und dann hole ich mir hier, also mit p, unzip p, also ich hole mir hier die Actions XML raus. Also ich weiß, wie JEdit das speichert. und dann parse ich da hier das eben mal schnell. Also das ist eine Liste von Elementen, das die Actions... Ja, das wird einmal gemacht, das ist lazy. Also beim ersten Mal, also ich möchte das nicht ständig machen, wenn jemand mal so eine... Ja, also das kann ich immer machen, also lazy mit einem Lambda. Ist das fest in Polyamel oder habt ihr das selber gebastelt? Das habe ich selber gebastelt. Ich habe hier fast alles selber gebastelt. Und selbst das Polyamel drunten runter, der wird Messes für uns gebastelt. Also wir haben alles selber gebastelt. Ich verstehe nicht, was mit normalen Lambdas alles machen. Also, aber wenn man das dann einmal auswertet, so ein Lazy, und man wertet das dann nochmal aus, wird es dann nochmal berechnet? Also Lazy heißt, dass ich es exakt einmal, höchstens einmal korrekt ausrechne. Die Randfälle sind nur, wenn ich in dem Ausrechnungsvorgang einen Interrupt habe, dann wird es zurückgesetzt und beim nächsten Mal neu versucht. Und wenn parallele Versuche sind, das zum ersten Mal auszurechnen, dann ist eine Synchronisation, dass nur der erste Versuch zum Zuge kommt und die anderen darauf warten, dass der fertig wird. So eine Runtime in PolyML, die das eine Ausführungsumgebung, die diese Garantie bietet? Die was, die? Also es muss ja irgendwie in der Umgebung, in der du dich befindest, diese Interrupt-Sache und so. Naja, also wir schweifen hier ab auf die Implementierung von dem, da habe ich so lange rumgeschraubt an diesem parallelen interruptbarem Lazy und ich frage mich jedes Mal, wenn ich Scala Lazy verwende, ob das da auch alles genauso gemacht ist. Das ist eine Komplexität her. Also nur um das zu forcen, muss ich diesen ganzen Bullshit da machen. Also ich muss diese Parallelität und die Interruptbarkeit, die muss ich berücksichtigen. Und PIDE ist eben parallel und Interrupt ist, wenn der User da wie ein Wahnsinniger rumwurstelt, dann wird eine alte Version aufgegeben, die wird gecancelt, die wird interruptet. Und das muss sauber funktionieren, es wird eine neue Version dann durchgewurstelt. Ja, das ist auch bei GRC Haskell, die ja alles die Runtime garantiert. Und die hat halt irgendeine Semantik, die funktioniert. Hast du da ein Interrupt-Konzept drin in GRC? Ja, du hast da diese ganze Concurrency-Geschichte eingebaut. Ja, aber Interrupts sind Interrupts. Interrupts sind, es gibt drei verschiedene Arten von Exceptions. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, also Interrupts heißt es ja normal auf Ja, asynchrone Exceptions, die können ja zu jeder Zeit. Wie sagt man ja Signale? Also sagen wir mal so, in der Parallelumgebung, wir haben Threads, die laufen. Also wir haben viele, viele Threads, die sequenziell laufen. Und du kannst zum anderen Thread sagen, Interrupt. Das ist ein asynchrone Exception. Geht es da um OEML-Threads oder sind es jetzt Java-Threads? Also die MLs, beides, aber bei ML, hier bei dem Lazy ML sind das PolyML-Threads. In Scala sind das Java-Threads. Und da habe ich das nicht so toll im Griff wie bei PolyML. Also wir haben einen Ablauf, der kann von außen so einen Stich bekommen, Interrupt, und es hat eine bestimmte Bedeutung, dass irgendwann mal eine spontane Interrupt-Exception auftaucht in deinem Programmablauf. Das heißt, das PolyML hat auch eine Runtime, die in C wahrscheinlich. Die ist in C++ gemacht und das hat eine ziemlich trickreiche Runtime, ja. Also Haskell hat diese ganzen Sachen schon als semantische Runtime-Features quasi. Also da ist ja... Die Threads und die Start-States. Das hat der David Messers in PolyML nachgerüstet und ich habe da High-Level-Libraries drum rumgebaut.
Also die Frage, weiß es jemand, also kann man in Haskell die parallelen Abläufe gezielt unterbrechen? Ja, ja, das sind asynchrone Exceptions. Sie kann jeder Thread, also Green Threads sind das ja diese kleinen Runtime Threads, die kann jederzeit jeder Thread zu jedem anderen Thread schmeißen, solange man die ID hat. Genau, okay, dann ist das genauso eigentlich. Das abzufangen, also eigentlich muss man jeden Code, der nicht unterbrochen werden darf, muss man mit zu Bracket-Funktionen einschließen, die quasi die Finalizer mit angeben, was passieren soll, also was initialisiert werden soll, was dann ausgeführt werden soll, was dann finalisiert werden soll. Und das ist halt Low-Level-Shit, also da muss man aufpassen, dass man bloß entwickelt man irgendwelche komischen. Ja, ja. Das kommt mir alles bekannt vor und das habe ich halt zusammen mit David Messes, also er unten und ich drüber, in dem Library-Bereich haben wir das alles eigentlich gemacht und dann gibt es halt. Wann war das? Ja, die letzten 10, 15 Jahre so. Es ist ja auch nicht abgeschlossen, aber das. Haben wir 2006 haben wir eigentlich damit angefangen mit dem. Ich weiß noch, 2005 war ich das letzte Mal in Oxford und dann sagte Larry Paulson, wir sollten parallele ML-Programmierung anfangen und zwar von jemandem, der davon Ahnung hat. Und dann habe ich Larry gesagt, ja, du spinnst ja und wer soll denn das sein? Und dann stellte sich raus, das bin ich selber und David Messes, der unten drunter das macht. Und das haben wir ab 2006 dann halt als völlig naive, oder ich war völlig naiv. Was war da die Inspiration dafür? Weil der Larry halt seinen 2- oder 4-Kernrechner hatte, seinen vollen Mac. Was war die Idee? Er hat ja nicht aus dem Netz herausgemacht, sondern er hat ja irgendwie eine Vorlage gehabt. Nee. Also, sag mal, okay, bei Mac findest du natürlich irgendeine tolle Applikation, die toll parallel ist oder dass da irgendwie. Ja, hat er nicht irgendwie die Runtime zum Beispiel in GRC auch? Hat er nicht sich dann bei GRC was geschaut oder bei einer anderen? Also, der Larry ist einfach so einer, der postuliert eben mal schnell was und hofft, dass es andere dann richtig umsetzt. Er hat da nichts vorgeschlagen, wie man es machen soll. Er hat nur gesagt, abstrakt, man solle doch. Er hat dann immer von Spare Cycles gesprochen. Also du hast 4 Kerne und läufst mit 100%. Was machst du mit den anderen 300%? Und dann hat er das postuliert. Und dann haben wir halt angefangen, da das umzusetzen. Das hat halt nur 10 Jahre gedauert oder so. Das Ergebnis ist ja ungefähr ähnlich wie in GHC auch. Also es scheint irgendwie entweder abgeguckt zu sein oder. Das ist so Folklore auch. Und das ist auch. Gibt ja Papiere zu diesen Sachen und David Messes ist ja auch so ein Oldschool-Mensch hier. Und der liest dann halt Papers, 10 Stück und dann das implementieren. Der ist Simon Peyton Jones und ist ein bisschen jünger als David Messes, aber das sind eigentlich so, eigentlich sind diese Sachen alle bekannt. Man muss die halt nachlesen und dann richtig umsetzen. Und da stößt er immer auf die gleichen Fragen dann, weil einfach auch das Maschinenmodell irgendwie vorgegeben ist und so. Also, ich meine, Ja, also ursprünglich hatten wir da gedacht, das machen wir in ein paar Monaten, oder David Messes sagte das, da hat es halt 3 Jahre gedauert, bis die erste Version, also 2008 war das dann ordentlich. Aber man ist damit nie fertig. Man findet immer noch Stellen, wo man es noch besser machen kann und bessere Policies in den Abläufen und so. Wir waren hier bei diesen Actions. Also die Actions werden einfach aus den Jars rausgelesen und dann habe ich die Liste der bekannten Actions, Dockables und sowas und dann das ist der formale Inhalt. Und dann kann ich sagen, okay, hier ist eine Action und hier ist die Message, die ich zusammenbaue. Also invoke, bla bla bla, jaded Action. Und dann baue ich hier so ein Begin zusammen, das ist der Name und so ein End. Also das ist ein bisschen Fummelarbeit, ein Markup-Element in XML ist ja nicht strukturiert. Das hat ja nur Name mit Attributen. Und ich tue so, als könnte ich einen XML-Baum als Markup verwenden. Und da habe ich einfach hier so ein paar Tricks, dass ich das nochmal auf eine Ebene einbette. Das brauchen wir jetzt da nicht genau machen. Und dann gebe ich halt einfach eine Message aus mit dem Markup und dann kann ich auf den Bereich klicken. Die IDE erlaubt es dann. Und der untere, der Negativfall ist, also da sage ich Bad Jaded Action, also ich kenne es nicht, und hänge noch einen Report an. Und der Report sind dann also hier Completions, das sind alternative Namen, die man stattdessen korrekterweise verwenden könnte. Genau, also das ist ein wichtiges Prinzip, das hat eine Weile gedauert, bis ich es verstanden hatte. Also A ist keine Action, aber alles, was mit A anfängt, wird dann hier in die Fehlermeldung so untergejubelt und die IDE sieht das dann. Dann kann ich hier, wenn ich jetzt 2 Underscore mache, das liefert immer einen Fehler und liefert mir immer alle bekannten
Actions. Dann kann ich da relativ schnell da irgendwie. Das wird die zwei Anhaltsscores werden übergeben auch an den Händler, wo wir gerade drin waren. Und der kriegt es irgendwie interpretieren können. Also, ja, ja. Also, ist das dann wieder Konvention, dass der das quasi als alles interpretiert? Oder das ist halt. Also, formalisiert. Es ist faktisch so, dass zwei Underscores nie richtig sind und dann habe ich einfach also ich habe mal festgelegt, dass wenn ich einen Underscore mache, hinten einer der hinten an einen Identifier und dann Underscore, dann darf ich den completen. Also Identifier endet nie mit einem Underscore. Und dann wollte ich so einen Dummy haben, dann habe ich gesagt, okay, zwei Underscores bedeutet einfach völlig beliebige. Also hier wird ausgeschlossen, dass ich zwei Underscores in einem Name-Binding haben darf. Und irgendwo ist eine Stelle, wo dann, da ist dann Name-Key. Naja, das sind aber, da schweifen wir jetzt wirklich ab in den Details. Also es ist halt einfach, empirisch weiß man, dass die Sprachen dürfen keine Underscores so verwenden und dann ist das frei. Dann interpretiere ich das einfach als ein vergessen wir das. Und der Completion-Methode, ist das eine generische oder ist die spezifisch für Actions? Die Completion ist ein allgemeines Prinzip. Also ich checke was und dann sage ich, nee, kenne ich nicht, dann hänge ich einen Completion-Report dran. Und der ist völlig allgemein. Und dieser Completion-Dialog, der schaut sich halt, da ist halt irgendwo der Markup, dass da eine Completion drinsteckt. Da muss man das per Hand, weil das also Jaded ist und nicht Isabel Jaded, muss man das per Hand aktualisieren. So, an der Stelle sehen wir den Report. Also da war ein Fehler mit der Seriennummer, dann kann man den Inhalt der Fehlermeldung in einer anderen Environment nachschauen. Und hier ist ein Completion Report drin. Der ist in YXML. Und YXML benutze ich hier als so eine Serialisierungssprache. Also da ist eigentlich dann eine Stringliste letztendlich drin. Also das sind dann die möglichen also eigentlich die Information, die wir hier sehen, steht da drin. Und die IDE kann dann einfach, das kann man dann wieder so finden, dass man also nach dem Marker Completion, was ja da in ML erzeugt wurde, suchen wir also, weil die gleiche Terminologie in Scala verwendet wird mit einem Case, können wir, wenn wir es auf der Scala-Seite verstehen wollen, wo die Completion geschluckt wird, wo sie konsumiert wird, dann sehen wir das hier. Und dann gibt es halt hier so einen Extraktor. Also hier wird so ein Apply an Apply gemacht, der das erkennt. Also wir wollen eine semantische Completion. Semantik heißt, der Prüfer hat gesagt, er kennt Folgendes. Das ist semantische Completion. Und dann schaut er sich hier irgendwie diesen Textmarkup an. Also das ist eben das, was wir da über den Text drüber gelegt haben, dank PIDL. Und da steht halt wirklich als Markup ein ganzes XML-Element. Also das ist meine XML-Verbesserung, dass da eben als Markup nicht eine Attributliste stehen darf, sondern ein ganzes Element. Und das Element hat vorne als Kopf Completion und den Body ist unsere Information. Und den Body tun wir mit YXML dann decoden. Also das ist hier ein Kombinatorsatz, um den Body zu decoden. Also es ist ein Paar und das ist ein Integer, das ist irgendwie die Länge, also wie viele Elemente waren da. Und dann ist hier eine Liste von Paaren, String und so. Und das ist genau dieser Pop-up-Inhalt da. Und dann sage ich, okay, da bin ich zufrieden damit. Da habe ich die Information rausgepickt. Some Textinfo. Also ich mache semantische Textinformation da draus. Also in dem Range des Textes haben wir jetzt eine Name-Completion. Mit dem Total und den, also des Names sehen wir dann da. Dieses Capital Names. Das mache ich hier. Hier war das, also da gab es verschiedene Completions. Also da war ja auch ein No-Completion-Markup, wo man sagt, ich möchte nicht. Total und dann, das ist das, was Sie semantisch haben wollen. Was wolltest du sagen? Ich habe gerade gar nicht was dran. Ja, der Sprung ist halt schon krass, wenn man gerade noch die E-Mails hat und jetzt plötzlich überall Klammern und Dinge irgendwie komischen Abständen zueinander. Ja, ja. Und also interessant, dass Java ist ja, warte mal, Java kam wann auf? 1990, gell? ML kam 1980 auf. Also wie man in 10 Jahren so weit zurückfallen konnte. Gell? Es sind halt viel mehr Konzepte, die da abgebildet werden. Mhm. Es ist halt sehr viel komplexer, deshalb muss man auch mehr Syntax haben.
Ja, also der Oderski hat da schon ganz schön gerudert, dass er, es ist, wir müssten über dieses Video dann nochmal diskutieren, gell, was ich rumgeschickt habe von dem Paul Phillips, wo er sagte, we're doing it all wrong, so, wo er so desillusioniert über die Scala-Entwicklung. Also ich benutze Scala als eine etwas hässliche ML-Notation auf der JVM. Und manche Konzepte sind wirklich viel besser als ML, aber so die Alltagskonzepte sind relativ, die sehen hässlicher aus, das ist klar. So, wir wollten immer noch, wollten wir die Actions verfolgen weiterhin? Also hier waren wir bei den Actions. Es ist halt typisch IDE, da sind unglaublich viele Aspekte, die so alles zusammenwirken am Ende. Und dann kriegst du eine gute Game Experience so raus. Das ist so das, was... tatsächlich 50% von der Game Engine. So, wir waren also das... Den Trick haben wir verstanden hier, da war dann, also die Dockables, die haben auch so Actions. Und hier haben wir haben ja diese Anti-Quotations mit den Files und so gesehen vorhin. Warte mal, ich muss, was ich möchte, ich muss immer dieses Root-File offen haben hier. Es ist auch offen, dann kriege ich das nämlich gecheckt. Aber du hast jetzt doch wieder so coole Symbole und so, oder? Du hattest da wieder so links Dateinamen. Das wollte ich noch gerade zeigen. Also ich lese sozusagen... In der Distribution stecken eben diese Actions. Die habe ich hier als eine ML-Antiquotation formal eingebettet. Und dann bin ich mir sicher, dass sozusagen das wirklich das File ist, was auch existiert. Und wenn das irgendwann mal umbenannt wird bei dem Projekt, dann sehe ich das beim Bauen der Sache, dass dieses File nicht mehr da ist. Und da sehe ich sozusagen, hier, da gibt es einen XML-Modus in Jaded, das sieht hier ordentlich aus. Dann können wir sozusagen hier nachvollziehen, was wir hier machen. Also wir parsen das. Und suchen nach diesen Actions-Elementen da, nach denen, die hier stehen. Ja, das ist so dieses Smalltalk-Feeling. So diese uniforme Umgebung, wo alles, ist auch für 1980. So, also das haben wir verstanden. Also hier parsen wir einfach die Config-Files vom Editor und hier lese ich dann noch aus dem Jarvis was aus. Genau, das sind ja meine Actions, die stehen einfach im Klartext da im Filesystem, in der Distribution. Und die Jaded Actions stehen in dem Jar, in dem gebundelten, im gleichen Format. Dann habe ich die Actions, dann formal. Ich kann die Config in ML quasi nochmal in Scala, weil man es auf beiden Seiten braucht. Wir hatten es ja vorher schon mal gesehen, aber alle in ML, glaube ich, noch. Wir sind hier in ML, das ist ML. Das war der Teil, wo die Semantik hergestellt wird. Das war es eigentlich, gell? Also ich muss nur die Actions wissen. Und dann habe ich, okay, das ist die Action und hier ist die Message mit dem Button. Oder nee, hier ist Completion. Und jetzt gehen wir zurück auf Scala und du wolltest ja wissen, wie man das in der IDE wirklich macht. Gell? Also, aber in Scala hast du nicht diese coolen Da habe ich überhaupt keine Anti-Quotations. Da müsste ich den Scala-Compiler aufbauen und ich hätte das gerne, aber ich kann das nicht, denn der ist zu komplex. Und der Paul Phillips hat mir jetzt da die Hoffnung genommen, dass das einfach sein wird. Der Scala-Compiler ist fürchterlich komplex. Und da eben mal schnell so Sachen einzubauen, traue ich mir im Moment nicht zu. Also bei Scala-Programmierung, das ist meine Integrationssprache für die tolle IDE, muss ich paradoxerweise mit einem Plaintext-Editor ohne alle Hilfen das machen, weil ich das zu wenig verstehe, was da in Scala, wie das implementiert wird und weil ich nicht den David Matthews habe, den ich da eben mal schnell fragen kann, wie geht das oder kannst du mir das machen? David Matthews ist halt so ein Typ, dem schreibst du eine Mail und dann kommt er nach ein paar Wochen zurück und sagt, ja, das ist ganz einfach, das geht so und so. Oder er sagt, ja, das ist ganz einfach und ich habe es für dich so und so gemacht. Das kann ich sehr gut nachsagen. Wenn das dann alles stehen und liegen und interpretiert, das schnell. Ja, es kann auch länger dauern, aber... also es ist einfach, David Messis ist einer, der das seit Jahrzehnten macht und der hat ein profundes Verständnis seines Bereichs da. Und dann wird er dann auch dafür bezahlt, dass er das macht? Manchmal schon, also wenn wir Geld auftreiben, in bestimmten Momenten, wenn Leute Geld auftreiben, also das haben wir schon gemacht, also das geht auch, aber ist halt auch bescheiden im Umfang, also wir sind ja kein Softwarekonzern oder so. Der ist ja keine Uni oder so angestellt. Ja, David Messus ist auch eine Ein-Mann-Firma letztendlich. Deswegen kann er auch wirklich frei denken und arbeiten. Also er ist auf Hartz IV. Nein. Der wohnt ja in Edinburgh. Da gibt es ja sowas gar nicht. So ist luxuriös. So. Also, wir waren dabei, in der IDE nachzuverfolgen, wie sowas funktioniert. Wollten wir jetzt diese, also entweder das Malen hier oder diese Action. Gehen wir mal zu dem Malen zurück.
Also da muss ich jetzt ein Markup Expression verfolgen. Also ich möchte die Semantik in der IDE verstehen, dann verfolge ich nach der Namenskonvention. Also in allen Scala-Files Markup Expression Case Insensitiv. Und dann waren da diese zwei Stellen, also Tooltips, die wollen wir jetzt nicht anschauen. Und das ist Highlight. Highlight Elements. Induktion über die Sourcen. Wo wird denn das verwendet? Das mache ich jetzt hier ganz streng. Case-sensitiv mit Word, dass ich nur das genauso sehe. Und jetzt haben wir diesen PIDE-Selektor. Also ich möchte für einen Text-Range, also das ist ein Start-End-Intervall, möchte ich wissen, welche Farbe da zu highlighten ist. Hier, das ist die Datenbankabfrage auf die PIDE-Markup-Geschichte. Also da ist ein Maushändler irgendwo, und der gibt mir eine Pixelposition und da mache ich mit dem Textmodell von dem Editor einfach dann die Textposition draus, wo der Mauszeiger hinzeigt. Das sind normale JEdit-Operationen, Java-GUI-Programmierung. Und dann frage ich sozusagen, ja, sag mir doch mal für den Text-Range, gibt es denn da eine Highlight-Farbe? Und dann mache ich, das ist meine Datenstruktur. Also das ist die Mathematikseite von der PIDE. Der Editor produziert dauernd Edits, der Prüfer produziert dauernd Reports mit Markup. Und es sprudelt da so monoton immer weiter. Und dann sage ich, halt, gib mir einen Snapshot. Also gib mir einen Snapshot und sprudelt da weiter und ich kümmere mich drum. Aber gib mir einen festen Punkt in der Welt der Mathematik sozusagen. Also die Physik läuft weiter und macht neue Versionen, neue Markup-Informationen. Aber der Snapshot ist fest. Und den kann ich analysieren. Das ist der O von 1? Also es ist das Select O von 1? Das ist halt normale... Na, Select braucht schon Zeit. Also das Erzeugen eines Snapshots ist nicht völlig kostenlos, aber es ist billig. Ich glaube, es muss ja Event Quality stoppen in der Zeit. Also, es ist alles nicht mutierbar. Da kriege ich einfach den Datenwert von der Gesamtumgebung in die Hand, während die Maschine weiterläuft und weitere neue globale PIDE-States erzeugt. Und die Kosten davon sind halt die für sehr große funktionale Datenstrukturen. Die können schon sehr groß sein hier, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Also wir haben ja hier schon, also ich habe jetzt 1 Gigabyte Heap, es können auch 8 Gigabyte Heap sein in der JVM und so, deswegen brauchen wir ja dann also diese 16 Gigabyte für das Ganze. Es ist halt so von vornherein aufgebaut, das ist eine nicht mutierbare Gesamtumgebung. Dann sage ich, gib mir mal diese hier. Also in der Physikwelt, zack, Mathematik festen Punkt. Und den analysieren wir und malen den, während die Physikwelt weiterläuft. Und das ist effizienter als dieses klassische JEdit-Modell, wo hier ein Array ist, wo man reinpokt und dann synchronisieren muss. Und dann ist es nämlich falsch. Dann kriegst du die falsche Version, dann kriegst du einen Deadlock, dann kriegst du Race Condition. Und dann sind wir bei dem Paul Phillips-Vortrag, wo er sagt, ein falsches Programm ist ineffizient. Ein korrektes Programm ist dann vielleicht ein bisschen schwerfälliger und dann können wir das tunen, dann können wir Performance tunen. Und diese Snapshots sind performant, weil jede GUI-Aktion hier, wenn ich hier irgendwie rumfahre und so, wird im Millisekundenbereich ein Snapshot gemacht und der ausgelesen. Also quasi O von 1 über die Datenzufuhr der Untergrund. Also es ist schon, also zur Länge und zur Tiefe des Markups ist es schon proportional und das merkst du manchmal. Das, also man muss ja, da schon Performance tun. Wenn es 200 Mal verschachtelt wäre und irgendwie 10.000 Zeilen, dann also, wenn ich jetzt hier ein ML-Programm mache, was auf eine Source-Position 1000 Messages ausgibt, dann sehe ich die da in meinem Markup und dann rennt der irgendwie da durch. Also da kann man sich schon in Fuß schießen da. Das, Rendering, also hier waren wir. Also, wir gehen jetzt von der ML-Seite, waren wir da so auf über das Markup-Element und jetzt über Rendering an der Stelle. Also von unten hier arbeiten wir uns hoch, wo das verwendet wird. Also wir haben einen Snapshot, der alle Informationen enthält, auf eine nicht mutierbare Weise. Wir selektieren für den Text-Range folgenden Aspekt raus. Also die Highlight-Elements sind so ein Constraint da drauf. Das ist einfach eine Einschränkung auf Highlight-Elements. Die Highlight-Elements sind einfach eine Menge von XML-Elementen, die uns interessieren. Da wird nach dem Elementnamen diskriminiert hier. Also das Markup-Expression ist eins von denen. Das sind andere Highlights, also wenn da irgendwelche, ja, also all das wird irgendwie gehighlightet. Also wenn ich mit der Maus drüber gehe, gibt es dann auch Markup-Action? Also
Also weil man Tür konnte ja klicken oder so. Das Anklickbare ist ein, so ein Active-Ding, da kommen wir gleich noch dazu. Also das ist mit diesen Blöcken, die ja alle hier... Hä, was? Das sind die braunen Variablen. Also wenn ich hier irgendwie in so einem Beweiskontext, also das ist so ein Beweiskontext Gamma, der heißt bei mir Notepad, und wenn ich da sowas mache, heißt dieses Ding hier Skolem-Variable oder Skolem-Konstante. Skolem-Variable, gell? Also dieses fixe, lokal fixe Ding heißt Skolem-Variable. Und der Markup Skolem, der wird dann zu diesem braunen Farbe umgesetzt. Also wir können sozusagen, da müssen wir dann jetzt hier Ignore Case machen, dass wir das wirklich sehen, weil auf der hier, wo wird das verwendet? Also es wird verwendet, um eher ein Highlight offenbar zu machen, interessanterweise. Und hier war so ein Tooltip, das kam ja da, dass das eine Skolem-Variable ist. Und hier mache ich da draus eine Textfarbe. Das ist einfach so ein Map hier, da werden dann also diese, wir haben doch diese Keyword 1, 2, 3 auch gehabt, da wird dann einfach so eine Farbe hier draus gemacht. Und dann kann ich halt schauen, wo diese Textfarbe verwendet wird. Die Markups sind einfach nur Konstanten, die halt auf dem String oder auf dem Integer zeigen und die in Scala dann rüber. Also, die Markup-Datenstruktur als solche ist mehr als nur ein String, es ist halt ein Markup-Element, es kann ein Tree sein, also wir sehen hier unten, was es ist. Hier ist die Markup-Datenstruktur, also da ist ein Name, das ist der String, eine Property-Liste. Das ist der klassische Markup. Ein XML-Element hat das am Kopf. Und es kann technisch da auch noch ein ganzer Body drin sein, der jetzt hier nicht dargestellt ist. Der wird an einer anderen Stelle reingezaubert. Also ursprünglich hatte ich das nicht und dann habe ich es später reingezaubert und das wird dann an einer anderen Stelle geparkt und so. Also ein Markup kann ein ganzes XML-Element mit seinem Namen, seinen Properties und seinem Body sein. Mhm. Alles. Und da kann ich alles einkodieren. Da kann ich als Serialisierung machen hier mit dem YXML und dann eigentlich... Markup. Skolem ist dann irgendwie ein XML-Dokument, ein Tag, was nur den Namen von Skolem hat. Also der Skolem-Markup hat, glaube ich, überhaupt kein Argument. Der ist dann wirklich nur der String. Schauen wir mal schnell. Also der hat, ja. Man sieht es auf der ML-Seite besser. Das ist schon ein sehr großer Datentyp. Was ist ein großer Datentyp? Also, Markup. Also syntaktisch ist der sehr klein, aber semantisch ist es open-ended und es wird in diesem Markup-Modul einfach dann festgelegt, folgende Markups kennen wir und dann gehe ich immer über das Modul und dann, wenn ich da irgendwas falsch mache oder so, dann sehe ich das an den statischen Checking. Da gibt es jetzt kein Meta-Framework zur Beschreibung von Markup. Man ergänzt das bei Bedarf einfach, also hier wird alles Mögliche definiert, was unter das Skolem. Da ist eigentlich nur hier, das ist ohne Argumente hier, das ist eigentlich nur der Name. Also das Skolem ist wirklich nur der Name und das wird dann die Farbe halt am Ende. Das können wir hier nochmal verifizieren. Ja, und der Tooltip halt. Also das ist die Farbe, die Textfarbe. Das wird ja in Scala auch noch benutzt. Kann man das dann rüber, wird das dann irgendwie rüber kopiert nach Scala? Also... Hier erzeuge ich die Markups in dem Modul. Das gibt mir die Möglichkeiten vor. Das wäre ein großer Data-Type, der aber nirgendwo definiert ist. Ja, langsam. Rein programmiertechnisch ist der Typ, das ist der Markup-Typ, also Name mit Property-List. Das ist das, was du beim XML-Element am Kopf hast. Und inhaltlich wird einfach hier, das ist wirklich Lisp-Programmierung, was ich hier mache, alle String-Konstanten, die da irgendwie verwendet werden, da mache ich mir immer Funktionen, Hilfsfunktionen. Und dann ist die Programmierkonvention, nur hier stehen die String-Konstanten und die Programmierinterfaces sind typisiert oder gescoped. Hier, das ist alles, also wenn ich jetzt ein Language-Markup machen will, gehe ich über dieses Interface, ich tue nicht meine String-Konstanten in meiner Anwendung. Naja, also ist ein offener generalisiertes Modul. Aber in
Es ist untypisiert, es ist Lisp eigentlich. Also der Typ ist total schwach ausgeprägt. Inhaltlich ist es ein, es ist Lisp, es ist Lisp-Programmierung. Dass ich sage, ich habe hier Symbole, die ich immer wieder verwende. Und die habe ich halt über das ML-Modulsystem ein bisschen diszipliniert. Und wenn ich auf Scala rüberspringe, dann habe ich einfach das Modul daneben liegen und da sind die gleichen String-Konstanten nochmal drin. Und wenn ich jetzt neue erfinde, editiere ich beide Module. Und das ist keinerlei Check, dass das irgendwie zusammenpasst. Das ist nur so eine Disziplin. Das ist eine gewisse Schwäche, aber das sind relativ selten Probleme damit. Und dann kann ich sozusagen, also hier die koinzidieren, weil man die Disziplin aufrechterhält und auf beiden Seiten in ML und in Scala kann ich über ein gescoptes Interface darauf zugreifen. Und dann kann ich eben fragen, wo wird denn jetzt also da sind ja auch so Extraktoren teilweise, also hier unapply. Wenn jetzt da mehr Struktur drin ist, dann interpretiere ich hier die Properties semantisch durch diese unapplies auf der Scala-Seite. Hier zum Beispiel der Case-Match von Scala apply ist ja die Funktionsapplikation unapplies. Also dadurch kriege ich ein typisiertes Interface zur Interpretation des Lisp-Zeugs da. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist natürlich, ich meine, das ist völlig uncool. Also das hat man 1960 auch schon so gemacht. Das, aber es reicht da. So, wir wollten immer noch, wo waren wir jetzt? Ich habe den Kontext verloren. Wir waren bei dem Rendering, gell? Und wir wollten wissen. Zum Glück habe ich auf meinem Blog für den Vortrag habe undefined, habe ich unspecified geschrieben, undefined, Länge des Vortrags hier. Wir waren bei Highlights, dass wir das noch verstehen. Also die, das ist ein bisschen so datenbankmäßig hier. Also wir haben eine sehr große Datenhalde, die wir abfragen wollen. Dann haben wir so einen Filter, der trimmt das schon sehr stark runter. Also ich schränke mich von vornherein auf bestimmte Elemente ein. Und während ich da durchlaufe durch den riesigen Baum, das ist sehr, sehr eng hier sozusagen, also das geht sehr gut. Ich mache das auch nicht so, also wie stellt man einen XML-Baum dar? Wenn ich da immer wieder ein Markup-Element drüber lege, dann muss ich dadurch das alles durchlaufen. Und eigentlich ist es sehr flach. Ich möchte, also wenn ich immer sage, XML-Element, XML-Element und so weiter, immer wieder einschachtle, dann kann ich das doch auch flach darstellen. Da muss ich nicht voll durchlaufen. Dann kann ich dann da durchfiltern mit meinem Filter hier und nur wenn da wirklich was drin ist, dann das ausblicken und so. Also das ist ein Fold-Kombinator, der irgendwie mit dem Text-Range über den XML-Baum so drüber foldet und dann... was meinst du? Das wäre vermutlich eine Kombination aus einem Fold und einem Unfold mit einem Filter, der quasi immer die wichtigen Elemente nur nimmt und dann da weiter rein rekursiert. Da gibt es so einen Select-Kombinator, wenn wir da wirklich einsteigen wollen. Def Select, das ist die Hauptoperation von diesen Queries. Also über ein Text-Range mit diesem Filter. Und dann habe ich hier noch so ein Result, das ist ein semantischer Zustand, der da noch als Kontext sein kann. Und einen Status kann ich da auch noch haben. Das sind halt viele Aspekte. Und dann läuft man da so durch. Warte mal, was ist denn das hier? Select ist das hier. Cumulate. Hier, das ist der Kombinator, der durch diesen konzeptionellen XML-Baum auf eine witzige Weise durchläuft. Und der muss dann auch so durch diese Edit-Distance durchgehen und so. Das ist, also habe ich lange rumgeschraubt, bis das klar war, dass das so sein muss. Letztendlich foldet man so in zwei Dimensionen darüber. Also du hast so ein Text-Range und dann läufst du über den Baum durch und so. Also es ist eine eigene Details, die wir jetzt mal sein lassen. Also ich gehe hier rüber und möchte für den Range Highlight-Element sehen und wenn ich da eins habe, also das ist, der Filter ist so richtig, da mache ich keine weiteren Dispatches hier, keinen Pattern-Matching, dann muss ich hier Convert-Revert, da muss ich so zeitlich vor und zurück gehen eventuell. Also ich gebe einfach den Gesamtrange raus von der Stelle, wo ich hinzeige. Also da zeige ich mit dem Mauspfeil auf eine Position und er sagt, ja, hier ist ein Markup-Element von der Länge und diesen Range gebe ich raus. Ich gebe dieses ganze Rechteck raus, wo ich mit der Maus drauf zeige. Mit der Highlight-Color. Und dann kann ich sozusagen hier, wenn ich dieses Highlight da mal suche,
wo das verwendet wird. Mache ich dann das hier mit dem Hypersearch wieder. Also wir haben keine IDE hier für das. Dann ist das Rendering Highlight. Ja, hier ist so eine Highlight Area. Also das sind so aktive Areas. In der das ist noch der Editor, eben sagt, agree quasi, mach da mal grün. Also meine Rich Text Area ist so eine aufgehübschte Jaded Text Area und wenn ich mit der Maus da irgendwie mich bewege und der findet da so eine aktive Area, dann macht er irgendwas. Und bei Highlighting macht er dann eine Farbe und da kann auch ein Link sein und es kann Active sein. Das war das mit dem Anklicken, also wenn wir die Active Areas, also da gibt es dann hier, das ist hier jetzt nicht ausmodelliert, das ist Ad-Hoc-List-Programmierung, wo ich einfach das so direkt hinschreibe. Jetzt mal quasi auf der Ebene, wo man nur noch Positionsmarker hat und sagt, nochmal an der Stelle irgendwas. Also da war ein Maushändler, daraus machen wir eine Textposition, mit der Textposition gehen wir in das Rendering rein, dann sagt er, okay, in folgendem Range hast du ein Highlight, also dieses Rechteck, dieses Textintervall, und damit kommt er dann zurück und muss irgendwas machen. Also hier ist jetzt Active zum Draufklicken, da war ja dieses Grüne zum Anklicken, das ist das Gleiche, also so ein Highlight, den man dann anklicken kann. Und dann kommt er, ja, da ist also hier das Ding und dann machen wir eine Active Action draus aus dem. Dieses Active-Modul sind dann so völlig ad hoc. Hast du da reden lassen, wenn du keine Aktion machen? Wo meinst du? Was? Also, da ist gar sogar die Brackets weglassen, wenn man nichts machen will. Also das wäre eigentlich ein Block, aber den kann man einfach weglassen und den Pfeil ins Leere zeigen. Das hier bei Case, genau. Das mache ich eigentlich. Also die Case-Syntax ist halt so, das gibt mir, das ist kein Block, der danach kommt, da stehen einfach viele, bis zum nächsten Case, viele Deklarationen, also brauche ich jetzt keine geschweifte Klammer, also das mache ich nie. Ich weiß nicht, ob das bei Scala gibt, keine feste Vorgabe. Ich habe schon ein Problem, wenn man immer geschweifte Klammern gemacht. Also da muss ich jetzt keine geschweifte Klammer. War nicht klar, dass es auch ohne geht. Also das wäre ja mühsam, wenn man da, die Syntax ist nicht besonders hübsch, aber... Ich kann mal die geschweifte Klammer nur erstmal ja. Nicht einrückungsbasiert. Einrückung mache ich sowieso per Hand. Hier ist es ein völliges Ad-Hoc-Modul, das hat also keinerlei, das ist jetzt wirklich List-Programmierung, wo alles wild in der Gegend rumliegt. Hier sind sämtliche Actions, die möglich sind, einfach als so ein großer Dispatch da. Da gibt es keinerlei Modell dafür. Da gab es jetzt so eine Action, die diese Action, also hier, da wurde ein Markup mit Jaded Action ausgespuckt auf der ML-Seite. Also da war eben dieses About oder was, dann sagt er, ja, Markup Action. Und dann sagt er, okay, das kenne ich zufälligerweise hier, weil es hier fest verdrahtet ist. Und dann mache ich mit dem View, das ist von Jaded hier, dieser ganze Editor-View, mit dem Input-Händler Invoke-Action einfach mit dem Argument, was da kann irgendwie noch ein Argument mitgegeben werden oder so offenbar. Und dadurch wird dann so auf Jaded zurückgebracht. Und das kann ich, ja, das normale, also das ist eine Operation vom Editor. Und dann geht es auf den Editor selbst zurück, sozusagen. Der Body ist quasi immer noch bei XML, aber man kann auch wieder. Der ist ja an der Stelle, genau, na, der ist ein XML-Tree, also der ist ja schon dekodiert als XML-Tree. Hier nehme ich einfach den Text-Content von dem Ganzen. Ach ja, warte mal. Das ist ja so. Also wir können nochmal schauen, wo das verwendet wird. Dadurch verstehen wir es dann. Und zwar im L und im Scala, also alle auf beiden Seiten sozusagen, wo wird denn das verwendet? Das war der Name von der Action, die wir haben wollten. Also hier hat jemand das ausgegeben in ML und hat gesagt, ja, also da der Markup hat diesen Namen. Also der wird als Text und als Markup ausgegeben. Also es war in diese Action about. Und der Body kann ein beliebiger XML-Baum sein, aber da machen wir nur einen einfachen Text rein. Also wir kriegen dann ein XML-Text-Element da und ich wollte da nicht anfangen, in XML irgendwie das zu dekodieren und nehme ich einfach diese Funktion, die mir XML-Content gibt, mir alle Textelemente konkateniert. Das ist ja nicht mal mindestens sehr lang, was man da gerade macht. Man kriegt da Signale rein, die haben irgendwelche, kann man Pattern-Matches drauf machen und dann ist alles ungetypt, aber man kommt schon daran richtig raus, wenn man halt aufpasst. Ja. Und wenn es kaputt ist, merkt es keiner, weil man diese GUI-Sachen nicht testet. Also
das ist schon ein bisschen, sagen wir mal, es ist ambitionierte Programmiertechnik, wenn es da eine Message ist und das ein aktives Element und es ist kaputt, das merkt ja keiner. Aber es ist erstaunlich robust hier, so oft ändert man die Sachen. Der sagt, da muss doch was sein. Das fällt einem dann 2 Jahre später auf, dass da mal was hätte sein sollen. Ich kann nur im Auto auffallen, weil jeder andere sitzt einfach. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob dieses Problem mittlerweile in der Informatik gelöst ist, wie man GUI-Tests macht. Das ist nicht gelöst, gell? Braucht man eine AI dazu, die da. Ja. Also mir ist das jetzt nicht so oft um die Ohren geflogen. Ich ändere das auch nicht so oft hier. Da gibt es dann auch witzige Sachen. Also Browser, warte mal, wie ist denn das hier genau? Da kann ich ja so einen Graph-Browser, dann mache ich hier wirklich einen Bash-Aufruf plötzlich. Also das ist dann, ich wollte das nicht zumachen, sondern also das ist, diese Stelle ist wirklich total ad hoc. Aber dieser Action-Bereich ist wirklich ein schlechtes Vorzeigebeispiel. Es gibt da also bessere, die meisten 90% sind gute Vorzeigebeispiele. Das normale Rendering, wenn es die Textfarbe, die können wir nochmal verfolgen, die Textfarbe, die ist nämlich gut gemacht eigentlich. Also für eine Range möchte ich die Textfarben wissen, und zwar partitioniere mir mal den ganzen Text-Range nach Textfarben. Das ist ein Textstück und ich möchte immer die Farben haben. Die muss ich ja alle malen da. Da gibt es dann hier irgendwas mit Hidden, also das sind so Dinge, die nicht sichtbar sind. Das hatten wir ja da auch so, dass Dinge unsichtbar geschaltet werden. Und dann machst du Cumulate, das ist der allgemeine Selektor über den Datenbereich mit dem Filter und so. Und das ist ein bisschen so wie CSS-Styling, so, dass man da so drüber läuft und dann das letzte gilt. Text-Color, das können wir mal ganz kurz hier. Das ist nur in Scala die Textfarben. So. Hier wird nämlich diese Rich-Text-Area, also ich habe die Editor-Paint-Engine aufgehübscht. Das ist das hier, Paint-Chunk. Also Chunk ist so ein Token im Editor. Das ist von dem Syntax-Analyzer, das sind so Bereiche. Also was immer den gleichen Stil hat. Das kann so ein Keyword sein oder das kann so ein String-Literal sein und so. Also Paint, mit Hilfe eines Jaded-Renderings und dem Graphics-2D-Kontext von Java, hier irgendwie, also Float, das ist XY, einfach die Pixelpositionen in dem Graphics2D. Und dann lasse ich mir vom Jaded da irgendwie diese Tokens geben und dann hier der Markup, also den bastel ich mir da so zusammen. Hier ist das. Zähl mir mal, das wird so eine, erzeugt so eine Liste, also zähl mir mal für den Chunk Range, also wo ich so ein Chunk im Texteditor, so ein Stück Text. Also wir müssen eine Zeile malen in dem Graphics 2D-Kontext, den wir natürlich dann imperativ aktualisieren. Aber die Programmierung, sagen wir mal, da haben wir die Liste dieser Chunks, die müssen wir malen, ausgeben. Und das sind hier, das ist einfach die Vorkomprimension hier, das ist ein Map halt einfach, ein Flat Map. Gell? Also ich tue mir für meine Chunks dann die Ranges aufzählen mit meinem Markup oder so. Und das iteriere ich durch und drücke das dann auf die Stateful of this Graphics 2D runter. Das sehen wir da gleich da unten. Also hier mache ich so Grafikprogrammierung in Java, mit dem natürlich den Font auf den Chunk-Font setzen. Jetzt iteriere ich hier durch meine Liste durch. Da gibt es dann so Sonderfälle mit Singularitäten und so Zeug. Hier sage ich dann, okay, das ist die Farbe, die haben wir aus dem Markup-Tree rausgepickt. Das war diese Liste der Ranges mit den Farben. Dann setze ich halt die Farbe und dann male ich da rum. Dann tue ich da irgendwie dem String, Draw-String hier, das ist dann ganz konventionell. Und dann gibt es dann noch witzige Sachen hier mit Bidirectional Override und so, dass das auch schön falsch gemalt wird und nicht richtig. Dann müsste ich nämlich die Textorientierung umdrehen und dann käme das formal völlig falsch raus. Also ich darf den Unicode-Standard hier nicht haben. Bei Java 8 haben die es geändert. Wenn du da Links-Rechts-Wechsel hast, dann kommen so ganz fiese Sachen raus. Dann setze ich dann hier auch noch, also male ich meinen Cursor auch da noch mit rein. Also muss ich dann irgendwie
wenn der Cursor da an der Stelle ist, dann invertieren und so, Swap Colors. Also hier drücke ich das auf GUI Painting runter. Da sind wir dann bei der Physik. Und das passiert, wenn man da scrollt oder wenn man sonst wie das ändert, passiert es in Realzeit. Also wenn ich hier irgendwie, passiert all dieses Querying und Malen und Ausrechnen, das passiert da alles in Realzeit. Das geht eigentlich ganz gut so. Das, oder wenn ich da den Cursor wo draufsetze, dass dann dieses Highlighting kommt hier, also wenn ich hier draufsetze, dann muss ich das ja anders malen. Da male ich einfach den ganzen Bildschirm neu. Alle Vorkommen von den X und so. Also tun wir nichts optimieren. 1980 hat man dann den Minimalbereich ausgerechnet, in dem man neu malen muss. Heutzutage malen wir einfach alles neu. Das ist kein Problem. Alles, was du anzeigst, oder das ganze Dokument? Also, normalerweise, das Protokoll bei Jaded ist so, mal mal eine Zeile. Also wenn ich mit dem Cursor fahre, dann muss ich bestimmte Zeilen neu malen. Wenn ich mit dem Cursor auf so einen Scope komme, dann tauchen plötzlich an vielen Stellen andersfarbige Rechtecke auf. Und dann muss, das ist eine Semantik, die ich vorgebe, dann müsste ich entweder ausrechnen, welche Zeilen davon betroffen sind. Das ist mir aber zu blöd. Dann invalidiere ich einfach alles und der Editor sorgt dafür, dass alles neu gepaintet wird. Also ich werde dann wieder aufgerufen, um alles neu zu painten letztendlich. Aber nicht jedes Mal, wenn der Cursor verbindet wird, wird alles angezeigt, sondern es wird analysiert, ob das möglich ist. Ja. Also beim regulären Fall sorgt der Jade dafür, dass nur die zwei Zeilen, also da wo ich rausgehe und da wo ich reingehe, dass die neu gemalt werden, wenn ich den Cursor bewege. Da ist ja auch so ein unterlegter gelber Rahmen da, also die zwei. Und wenn ich so Sondersachen mache mit diesen Scopes, die können ja... Jaded an sich gar nicht die mehr Sachen highlighten, die verschiedenen Zeilen. Ich kann nur irgendwie Zeilen updaten. Also es ist relativ altmodisch, das Basismodell von JEdit. Und wenn man so IDE-mäßig plötzlich nicht lokal was macht, also diese Scopes, dann habe ich da lange überlegt, wie soll ich denn das machen? Und dann habe ich einfach ausprobiert, was passiert, wenn ich einfach den ganzen Bildschirm neu male. Und dann hat sich das herausgestellt, das ist, also es ist überhaupt nicht zu messen oder so... Das sind ja so ein paar tausend Zeilen. Also in dem Fall, also wenn ich hier mein X highlighte, muss ich den ganzen View neu malen. Weil ich mache das, ich muss das nicht, aber ich mache das. Und das fällt keinem auf. Das, das passiert ja auch nur in menschlichen Abständen, also halt irgendwie einmal alle halbe Sekunde maximal. Und nicht alle Millisekunden. Aber wenn ich so scrolle, das merkt man schon, also wenn man da riesige... Wenn man riesige Dokumente mit irre viel Inhalt hat und man scrollt da ziemlich schnell drüber, dann merkst du schon, dass das so ein bisschen hängt, so ein paar Millisekunden. Das, also, die Game Engine, die muss da schon gut getuned sein. Das, so, jetzt haben wir das jetzt alles durchexerziert, oder? Also Text. Und ich bin jetzt, genau, jetzt sind wir bei 22 Uhr und ich bin irgendwie im ersten Drittel des Vortrags noch. Ja, was das angeht, ist Sangam schon organisiert. Und wir können da einfach hinmarschieren, oder? Also langsam, ich glaube, wir haben offen bis 24 Uhr. Mhm. Wir sollten halt irgendwie zum Sangam gehen. Ja. Genau. Wir wollten aber ein bisschen früher vielleicht zum Sangam gehen. Ja. Also wir können ja jetzt einfach zum Sangam gehen. Ja. Also, ne, ich sag nur, was jetzt nicht kommt. Also hier war noch was zur Projektorganisation. Hier kommen noch mehr Beispiele. Und am Ende kommt diese tolle BibTeX-IDE, wo also formaler Status für BibTeX-Databases, genau. Und dann kommt noch... Ja. Future Work, after 10 years of PIDE, PIDE Technology. Also noch besser hier alles. Die Soziologie muss verbessert werden. Also die Sichtbarkeit außerhalb der Isabel-Community, weil es keiner weiß außerhalb der Isabel-Community, was wir für tolle Sachen haben. Deswegen rede ich da auf so einem Formal Methods Workshop, der mit Isabel nichts zu tun hat. Ja, die Leute kennen das so ein bisschen, bei Formal Methods hat man davon gehört, aber... Ja. Okay, aber dann beenden wir hier einfach. Was sage ich denen?